Warum möchte ich? Hallo Leute, ich gehe wieder offline. Ja, ich gehe auch. Ich bin nicht vor kurzem aufgestanden. So. Geh schlafen. Ich war schon schlafen, zweimal reicht. Jetzt wieder schlafen. Heute Leute, Gottes Nein. Segen, bis später. Ciao, bis später. Ich komme später zum Hetzen. Ja, Bis ich später, auch. Bruder. Ich auch. Dann reden wir mal über die Wahrheit. Heiliger Gottes Segen, Leute, bis später, ciao. Segen, Segen, Segen. Es ist doch nur ein Vers, ja, warum traut sich keiner hochzukommen? Ich wollte dir gerade sagen, das ist wie die 1-Million-Euro-Frage bei Wer wird Millionär? Ja. Irgendwie ist schwierig, schwierig. Ich verstehe das nicht. Mal, vielleicht musst du ein bisschen weiter unten, ein bisschen primitiver, Level ein bisschen senken, damit du auch Leute dir das erklären können. Das ist ein bisschen wie Quantenmechanik wahrscheinlich. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Dass keiner sich hochtraut, ist schon krass. Also ich habe bestimmt 20 verschiedene Profile gesehen, die irgendwie beleidigt oder so haben oder gegen jemand irgendwas gesprochen oder gedroht haben. Aber kein einziger, der sachlich wie ein erwachsener Mann sachlich hochkommt und sagt, das ist so, das ist so, das ist so. Und dazu. Guten Abend. Tag, guten Abend. Gott. Zu dem Vers eine Frage. Ich kenne den Vers jetzt nicht, weiß nicht. Ich glaube euch wohl, dass er auf jeden Fall irgendwo da drin steht. Was ist, wenn der Mann und die Frau irgendwo in der Wüste wohnen, kein weit und breit keine Nachbarn, und dann ist zufällig jemand da und der hat einen Geschlechtsverkehr mit der Frau und dann erwischt der Mann die irgendwie dabei nach dem Holzhacken oder was oder wie oder Graben, ich weiß nicht. Und sagt der Mann dann, warte mal eben 2 Tage, macht ihr mal kurz 2 Tage weiter, ich muss eben 4 Zeugen besorgen oder wie geht So das? sieht's aus. So sieht's aus. Habibi, viel Spaß, bis ich die 4 Zeugen geholt habe. Mach weiter ruhig, okay? Geh Genau, nicht das weg. meine ich ja, wie das funktioniert doch Ja. irgendwie gar nicht, oder? Ja. Habt Spaß, ich komme wieder. Sklaven, boah, interessiert mich, Judy, wie ist es, wenn du Sklaven besitzen tust und die sind die Zeugen? Zählt das? Wenn das mir einer beantworten kann, wäre ich dankbar. Nein, nein. Das müssen wahrhaftige Zeugen sein. Neutral, unabhängig Ja, von. Okay. genau. Ganz kein polnisches Lernen für dich, weil ich bin schon die Polen haben. Hallo Mona. Ja, Moin. Hallöchen. Hi. Ich habe den Text gelesen. Was bedeutet das jetzt? Kann mir das einer erklären von euch? Ja, das bedeutet, wenn ein Moslem nach Hause geht und sieht in dem Moment, seine Frau ist mit einem anderen im Bett, und um das zu bestätigen, dass seine Frau ihm fremdgegangen ist, braucht er 4 Zeugen. Okay? Und die Frage ist, wie funktioniert das? Wie geht das? Der Mann geht nach Hause und sieht seine Frau mit einem anderen im Bett. Wie geht er vor? Wie soll er jetzt die 4 Zeugen be besorgen? Also er braucht noch 4 Zeugen dafür. Ja, 4 Männer, wahrhaftige, glaubhafte Zeugen, die das sehen, die das sehen. Ach, Zeugen, die das sehen. das sind Augenzeugen, die das gesehen haben. Tamam, wenn die Zeugen dann mitmachen wollen, dann gibt es eine Orgie, das wird auch ein Problem, oder? Jawohl, Brauchen die gut, dann ja. Jawohl, gut, ja. nochmal 4 Zeugen oder was? Es gibt kein Ende. Es gibt kein Das Ende, ist genau. sehr, sehr lächerlich. Ich meine, wenn ich meine Frau erwische, was passiert, kann ich dir genau sagen. Ich werde meine Frau verlassen und den Typen trete ich in den Hintern und gehe weg. Das passiert, das wär's. Mehr wird da auch nicht passieren. Das ist halt bei den Christen das ist so. Ich weiß ja nicht, wie es bei den Moslems dann aussieht. Also ich denke, die brauchen die 4 Zeugen, um eine Bestätigung zu haben, dass sie dann irgendwelche Dinge mit der Frau anstellen können. Ich weiß nicht, ob die Frau dann quälen oder umbringen oder steinigen, das weiß ich nicht. Aber dafür werden die 4 Zeugen wahrscheinlich gebraucht. Sonst hat er keine Rechtfertigung für die Sachen, die er mit der Frau machen will. Das ist das, glaube ich, Azad, warum die die 4 Zeugen ganz kurz, brauchen. ganz kurz. Azad, ich schicke dir nochmal eine Anfrage. Meine Frage ist an dich. Was haben deine Eltern falsch gemacht, dass du so ein Verhalten hast, Azad? Komm mal bitte hoch, beantworte. Komm, er hat sogar weggemacht, dass man ihn nicht mal hochladen kann. Komm mal Ja, hoch und sag mir, was deine Eltern falsch gemacht haben.
Manchmal liegt es auch einfach nur, wenn hier ein Kind wirklich einfach nur blöd ist im Kopf. Manchmal machen die Eltern alles, was sie können, und dann wird so einer daraus. Kann auch passieren. Das geht Das mir ist auch aber sehr. dann. Dankeschön. Manche Eltern schämen sich für ihr eigenes Kind. Vielleicht schämen sich seine Eltern auch für ihn. Ich weiß es nicht, kann ich nicht behaupten. Ja. Ich weiß nur, es gab mal einen Fall, wo drei Personen eine muslimische Frau gesehen haben, wie sie Unzucht begeht. Und das ist das höchste Kombo, wo ich gehört habe, drei Personen. Aber vier habe ich noch nie gehört, eine Geschichte. Vier Zeugen muss hier steht klar und deutlich, vier Zeugen. Oh, Also man gibt kann das nicht. es Männer? Wie kann Wenn diese eine Religion, frage ich mich. Frau ihren Mann erwischt, aber der Mann darf ja mehrere Frauen haben, deswegen, das erübrigt sich das. Der ist ja der untreueste der Welt. Peng. So Leute, wollen wir alle zusammen die 50k voll machen? Machen kann sehr was sie wollen. Bitte, wir sind hier jetzt 50 Leute, lasst zusammen einmal durchtippen. Alle tippen, 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 teilen, teilen, tippen, tippen, tippen. Mone, wie findest du das? Na, bescheuert. Findest du das, das ist wahre Liebe zwischen einem Nein. Mann und einer Frau, wenn der noch mal drei Frauen hat? Nein, Nein, glaube ich absolut auch nicht. nicht. Absolut Glaube ich nicht. auch nicht. Das hört sich an für mich wie ein Jugendlicher, der einfach Lust hat auf irgendwelche oberflächliche Abwechslung oder irgendwie. Ja, das sind wie diese Leute, die sechs, sieben Autos haben, so Sportwagen. Einmal Lamborghini, einmal Porsche, alles oberflächlich. Ja, finde ich nicht so gut. Ich möchte euch gern erzählen, ich habe heute mir bei YouTube ein paar Videos angeguckt über Kinderehen im Islam und wie die Kinder verkauft werden. Das ging, glaube ich, war Afghanistan gewesen. Also, wo ich das gesehen habe, um Gottes Wille. Also, da werden Kinder, ja, 12, 10, 6 Jahre alt verkauft. Für Geld, weil Für die Geld Geld noch oder für Schafe, Schulden also für oder Schafe vor Schulden. allem. Das war, glaube ich, Afghanistan, ja, für Schafe oder so. Ja, und Es das gibt war nicht, ja, das war nicht mal der eigene Vater, das war der Stiefvater. Der wollte dann eine Tochter, die war glaube 12 und die andere, die war 6. Ja, und das Ende war dann bei der Geschichte, dass ja das eine Mädchen, die wollte, sie hat sich dann immer irgendwo in so ein, ja genau, das war Afghanistan, in so einem Frauenhaus hier von der EU gestützt. Das war, also die Reportage ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Da wurde sie geschützt. Und der hat die aber dann immer wieder versucht zu verkaufen. Also das war irre. Ja, Also. es gibt auch diesen Fall, wo quasi ein 75-jähriger Nachbar leiht Geld an die arme Familie, die drei Kinder hat. Und die Familie kann das Geld nicht zurückbezahlen. Und der Nachbar hat mit Absicht ihnen das Geld in der Not geliehen und mu hat dann die Tochter eingefordert. Und die Tochter hat so geweint, die war auch erst 9 oder 10. Die hat gesagt, sie will sich umbringen, wenn die Ja. Eltern an diesen Mann, und die haben sie am Ende hergegeben an diesen perversen, alten, kranken, primitiven Mann. Ja. Schlimm. Also was in der Welt so, ja, also es werden ja auch Frauen beim Islam na, gleichgestellt mit Tiere. Und das habe ich heute in mehreren Reportagen mitbekommen, habe ich gedacht, oh mein Gott, ey, ich bin eine Frau. Was wäre mit mir geschehen? Ja, es heißt auch, dass man sie festbinden soll. Und mir hat das mal einer, der Arabisch kann, erklärt. Der sagt, dieses Wort, wo da auf Arabisch steht, ist das gleiche Seil gemeint, wo man Kamele mit festbindet. Mit diesem Seil könnt ihr eure Frau auch festbinden. Und das ist, finde ich,
Unmenschlich. Aber nicht nur Frauen, auch Christen, auch Juden werden als Affen und Schweine betitelt. Genau, das habe ich auch heute. Ich habe mich dann, also weil ich mit dem Koran mich absolut nicht auskenne, habe ich mir den Koran, den habe ich mir runtergeladen und dann habe ich noch heute ein paar Sure bei YouTube gehört. Mein Gott, was ist das für eine kranke Religion? Das ist keine Religion, das ist eigentlich nur eine Befehlsgesellschaft. Keine Ahnung, was das für Idioten sind, die sich da Sekte. Sekte, ja, Ich kann sehen. mich dem Gudi immer mal wieder bei Judy einzuschalten, weil das sind schon sehr besondere Sachen, wo kein nicht andere Sprachen verstehen, außer Deutsch und Englisch schon sehr viel lernen können, weil das Problem ist, dass viele deutsche Korane auch quasi verschönert übersetzt werden. Sie behaupten zwar immer, das ist nicht so, aber es gibt Korane, da steht, ihr sollt die Frauen streicheln, obwohl es eigentlich heißt schlagen bei gewissen Situationen. Und ist einfach traurig. Was sagst du, Judy? Nochmal kurz wegen Frauen schlagen, meinst du? Ich meine allgemein, dass oft, wenn das auf Deutsch übersetzt wird, dass sie oft was verschönern oder auch nicht so sagen, obwohl sie es wissen, dass es viel schlimmer im Original, auf Arabisch zum Beispiel. Ich sage nur so, Hauptsache der Gesang stimmt, weißt du? Ja, viele konvertieren ja, ohne das zu verstehen, weil sie finden die Rezitation der Suren so schön, dieser Gesang. Ja, das Aber sind eigentlich. Gedichte, das sind Gedichte, die reimen sich immer aufeinander. Genau, und eigentlich Ja. habe ich mal gehört von einer Ex-Muslim, das gab es schon vor dem Islam, dieses Singen von Gedichten, irgendwo von Perser oder so. Die hatten auch schon so Poesie, die man auch so singend vorgetragen hat. Das hat nicht der Islam erfunden. Und deswegen bin ich froh über jede Frau in Europa, die etwas darüber lernt und sich damit beschäftigt und sich nicht von viele finden das schön, die andere Kultur, aber man darf das nicht verwechseln, Islam mit Kultur, egal, Marokko, Syrien, Afghanistan, alle Länder, Türkei sogar, alle. Eine Darf ich fragen, welche Religion du bist? Ich bin ein Christ, aber ich bin nicht so da drin wie manch anderer. Also ich bin Ja, Christ. dann können wir uns die Hand reichen. Also ich bin auch Christin, also ich bin evangelisch. Weil mich das beschäftigt mich wirklich der Koran und auch die Tora. Mich aber wirklich überrascht. Also bei Kindle kannst du die Bibel runterladen kostenlos. Und den Koran kostenlos. Koran nicht. Man kann dann nur von irgendwelchen Gelehrten irgendwas bekommen. Die Tora musst du dann aber bezahlen. Und das finde ich wieder ein bisschen, naja, nicht so gut. Aber egal. Ich wollte auch noch was erzählen. Ich habe heute im Chat ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war. Da war ein junger Mann, der hat eine Frau kennengelernt, die ist ja Muslime. Also er will gerne gläubig werden und weiß aber noch nicht, in welche Religion. Und dann wurde er aufgeklärt von Juden über Religion. Und ich fand das sehr gut, wie die das erklärt haben. Ja, und dadurch bin ich eigentlich dann richtig mal bei YouTube dann auf die Suche gegangen hier über den Islam und erschreckt. Also, ich finde, die Religion, die ist ja nur, Ja. weiß nicht, Ganz kurz, Schwester. nur Verbote. Azad, dein Allah, ja, der alles auf die Erde und Himmel erschaffen hat, ja, konnte er nicht sich einen zweiten Schienbein geben oder einen linken Arm? Hey. Dein allmächtiger Allah?
Jui, wenn du heute keine gelben Schuhe anhast, dann bist du auch nicht so stark. Du weißt. Schuhe muss man anziehen. Ja. Guck mal, früher haben die Mimi immer mir gesagt, du versteckst dich. Schwester, ganz kurz, ich musste stummen, man hört sich doppelt. Mir haben die immer gesagt, ja, du versteckst dich in christlichen Streams, du bist ein Angsthase, ja. Jetzt, ich habe hier meinen eigenen Stream, guck mal, sind genug Plätze, sind noch 6 freie Plätze. Ja, wo seid ihr alle? Es ist nur ein einfacher Vers. Ja, das Problem ist, dass du nicht aus Deutschland kommst, Judy. Ich habe das gemerkt, mit Deutschen oder so reden sie gerne, aber sobald jemand aus Syrien kommt, aus Arabisch oder arabischer Raum oder Marokko, dann haben sie ganz schön Angst. Ihr könnt meistens ihre eigenen Schriften besser wie sie. Und das ist nicht schön für sie, wenn jemand ihnen was beibringt. Leute, es sind nur noch 7.000, also beziehungsweise 6.000 Likes, damit wir die 50.000k erreichen. Azad, tipp mal lieber. Azad, Gott hat dir eine Zunge gegeben und zwei Ohren. Das heißt, du sollst mehr zuhören. Er ist nur am Tippen und beleidigen, sie, Junge. Hallo Gudi, Judy, Hallo hallo, Farman. Hallo Farman. Moni, Aschewa. hallo, Hilo. Du, ihr müsst Azad fragen, die sagen doch immer, Allah ist gerecht. Dann erzähl mir mal, es gibt 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Warum Allah nur die 1,5 Milliarden bevorzugt? Ja. Und was ist das für ein Propheten, der seine Schwiegertochter oder die Frau von seinem Sohn verknallt und sie, ja, Und damit Punkt, das Punkt, ging. Punkt. Das Beste ist ja, extra einen Vers herabsenden lassen, nachdem quasi diese Feier war von seiner Schwiegertochter und er wollte, dass die Leute alle verschwinden und damit er ein bisschen alleine sein kann und so. Und dann gab es auf einmal einen Vers, du sollst in mein Haus, wenn du gegessen hast, nicht zu lange bleiben und so. Jedes Mal hat er sich einen Vers zurechtgemacht. Jedes Mal. Und ich kann dir sagen, warum die anderen Menschen, weil wir als Schweine und Affen gesehen werden und nicht als Menschen. Haben die Leider. Leute, ja, die und Leute haben. das ist deren Allah, weil die haben sich, nicht Allah hat sie erschaffen, sondern die haben sich einen Allah erschaffen, der nur die Frauen gibt, der nur mit Sex und Perversigkeit die befüllt hat und der deren Prophet, was weiß ich, alles gegeben hat an Sex, alles an Perversigkeit, alles an, keine Ahnung, Liebe und was weiß ich. Also das ist so ein sinnloser. Also Religion will ich auch nicht sagen, so ein sinnloser Islam. Und guck mal, der lacht über 3.8.2014 über Jesiden, wo kleine Kinder vor deren Mutter abgeschlachtet wurden, 1.000 Frauen vergewaltigt wurden und er lacht drüber, dieser Asad. Gut, Bruder, alles gut, Bruder. Das sind Kinder, das sind Jugendliche, die hören Gangster-Rap, die haben Rauschgift in den Taschen und sozusagen Alkohol voll. Du musst nicht hören auf solche Leute. Er sagt, wie geht's meine Familie? Onum, kennst du deine Familie? Ich kenne immerhin meine Familie. Kennst du deinen Vater? Weißt du, ob das ein Araber war, ob er ein Türke war, ein Perser war? Weißt du nicht. Ich werd Azad hier komplett für den Stream entstummen. Ja, also ich habe immer diese Hoffnung, so weißt du, weil er ist immer da, wo ich bin, meistens. Ja, ich denke mir immer so, irgendwann mal wird es bei ihm diese Klick machen, aber wenn er mit sowas kommt, Azad, ja, viel Ja. Spaß, geh nach Kurdistan, die Kurden freuen sich auf dich, ja. Wenn du der Meinung bist, die könnten dasselbe nochmal tun, ja, nur ein Esel macht dieselbe Fehler zweimal, nicht mal ein Esel, aber so einer wie du macht das. Ja, dann viel Spaß in Kurdistan. Ich werde dich jetzt komplett entstummen. Stumm meine ich, ja, Azad. Dann sollst du schön zuhören, okay? Du Satan, du. Die würden im Kampf so schnell rennen und sich hinter irgendwelche Ja. Kinder verstecken. Nein, er wird sich am Ende als Frau verkleiden und schminken, damit ihn keiner erwischt. Er soll sich lieber den islamischen Märchenfilm gucken, Mohammed mit der 7 kleinen Eichelein. Dann weiß er, was da falsch gelaufen ist.
pakistanische Menschen, ja. Al Burak Airlines, schnellste Fluggesellschaft. Ich habe jetzt gerade eine Schwester. Schwierig. Es gehört ver- ist schwierig. Ein unzensiertes Roman gehört verboten, so wie andere Bücher, die auf dem Index sind. Man kann es, so wie diese Mein Kampf von diesem Bösen, der in Deutschland damals den Krieg, kann man eine kommentierte Fassung herausgeben. Ich bin nämlich nicht dafür, alles einfach zu verbieten. Leute sollen das lesen können. Aber es muss ein Kommentar dabei stehen, dass das nicht menschlich ist. Es sind Filme und Bücher verboten worden wegen viel weniger Gewalt. Da gebe ich dir voll und ganz recht. Also das ist wirklich so. Wie soll ich sagen, ich bin jetzt 51 Jahre alt und jetzt beschäftige ich mich mit diesen ganzen Sachen. Also ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur sprachlos. Ja, ist traurig, diese Muslime, die sowas machen, die keinen Respekt vor ihrer eigenen Mutter haben, weil wenn man Respekt vor eigener Mutter hat, beleidigt man nicht andere Mütter. Und das sind diese Menschen, die nur auf Mutter gehen, Vater gehen, keinen Respekt, beschimpfen, ihre Verhalten uns zeigen und dann sagen wir, Muslime sind. Aber dann wissen wir, was die Muslime sind. Sind doch auch oft, schlagen sogar die eigene Mutter, die Mutter nicht genug nach Islam lebt. Die schlagen sogar eigene Mutter, wenn sie nicht betet. Ja und es werden sogar, also wenn ich mir überlege, dass eine Mutter erlaubt, das Kind zu verkaufen. Also ich verkaufe höchstens mal, keine Ahnung, einen Baum, irgendwas. Oh, weißt du, also das verkauft doch nicht mein Kind, was in meinem Bauch geboren ist. Das lasse ich doch als Mutter nicht zu. Und diese Frauen haben gar keine Chance, sich dagegen zu wehren, dass ihr eigenes Kind, und wenn es ein Mädchen ist, ist es schlecht, wenn es ein Junge ist, ist es gut. Wo sind wir hier? Der Islam gehört abgeschafft, ganz einfach. Das Schwester, er steht in deren Suren, da kann die Mutter nichts dafür. Er steht in deren Koran, in deren Suren, die zeigen die Mutter diese Sure, so ist erlaubt. Und dann sagt die Mutter ja, weil diese Menschen sind ungebildet. In Afghanistan, in Pakistan, in Irak, in Iran. 100 Leute laufen hinter einem Esel her, hinter einem Hoja, der die verarscht. Das ist leider immer so gewesen. Deswegen, die haben gar keine Ahnung. Tausende Leute laufen hinter einem Esel her. Wie wollen die da was lernen? Die kommen ja nicht weiter. Menschen hier, Europa, Amerika bauen schon Raketen und dies und das. Die sind hinter alle noch her und beten. Weißt du, ja. Mone, so, die Frau ist eine von vielen Frauen. Aisha hat ja selbst gesagt, soweit ich mich richtig erinnere, nirgendwo geht es den Frauen so schlecht wie im Islam, weil ihre Haut ist blau wie ihre Kleider. Geschlagen werden, ja. Und ich glaube, dass viele Mütter und Frauen haben schon so posttraumatische Belastung durch ihr eigenes Leben, dass die ganz apathisch das gar nicht realisieren. Dass die ihr Kind schon aufgeben, sobald es aus dem Bauch draußen ist, geben sie es schon auf, weil sie haben selber schon traumatische Belastungsstörung. Ich gebe den Männern dieser Gesellschaft Schuld von diesem Glauben, weil die Männer sollten sich vor die Frau und das Kind stellen, aber machen sie nicht. Schande. Schande über die, die ihre für Geld ihre Kinder verkaufen. Ja.
Ja, leider Gottes, wir sehen zu viel. Ihr in Europa, Menschen, die in Europa gelebt haben, die wissen ja nichts. Wir haben alles miterlebt, wir haben alles gesehen. Das war ja Nachbarschaft von uns, dies, das. Wir haben das alles gesehen, wie die das. Die haben sogar in ihrem Koran, haben die sogar den Himmel zum Puff gemacht. Bei 72 Jungfrauen, dies, das. Männer haben immer zu sagen, Männer haben schön Sex und so, und die Frauen haben nichts, kriegen nichts, sind Schweine und sind dies. Gottes Willen, das ist so ein gefährlicher. Und guckt mal bitte denen Gebet an. Die tun Kopf auf Boden, Arsch, Himmel zu Gott. Was ist das für ein Gebet? Gott ist oben, nicht unten. Das ist alles sinnlos und keine Ahnung. Ja, Gott ist Ja. überall, aber darum geht es ja gar nicht, weißt du. Es geht darum, dass man das Werk glaubt, dass unser Fleisch bleibt liegen, aber wie kann man denken, dass ein Paradies endloses Essen ist, wo das Essen aus der Haut geschwitzt wird, das glauben die ja, und endloser Sex. Endloser Sex und endloses Essen, das ist für mich eine Mittelalterfantasie von Primitivperversen, die sich die so sabbernd. Und das ist nicht normal in meinen Augen. Ja. Ferman, Ja. von wo kommst du? Ich komme von Türkei, ich bin aber Jeside, ne? Also kurdische Seite Türkei. Hallo. Ja. Und 0778. Hallo Mone, ich komme aus Baden-Württemberg, aus Stuttgart. Ich tue manchmal leicht gebrochen reden. Das tut mir leid. Ich mache das, weil ich denke, Gar weil ich nicht schlimm, gar nicht schlimm. Alles gut. Dein Ursprung, also deine Eltern, wo kommen die her? nur von Deutschland. Ich habe entfernte Verwandte in Spanien oder Italien. Das ist alles Uroma, also Oma von Mutter und so. Das ist sehr weit weg. Ich bin einfach nur Ja. Deutsch. Ja, aber ist schön. Also, mir sehr interessant. Also, freue mich. Ohne Hauptsache, wir Menschen, wir, die nach Deutschland kommen, wir benehmen uns. Wir müssen dieses Land immer dankbar sein. Die haben uns aufgenommen von diesen Kriegen, von diesen schlimmen Ländern geholt. Und wir müssen immer dankbar sein und nicht wie den Muslimen, die sich nicht benehmen und hier kaputt machen und hier besitzen wollen. Das geht Ja, so nicht. ich Das geht so verstehe dich. nicht. Ich Fährmann, will dich. weißt du, was ich nicht verstehe? Entschuldige dich nicht dafür, für andere Menschen, die auch von daher kommen, wo du herkommst. Was ich aber Ja. nicht verstehe, ist, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, Aserbaidschan gegen Armenien. Da gibt es ja diese Bergkarabach-Region, wo armenische Christen leben. Und da gibt es Kirchen, die sind 1700 Jahre alt und so weiter. Auf jeden Fall Auf müssen jeden die Fall. flüchten schon die letzten Monate, die ganzen armenischen Christen vor Aserbaidschan, wo der Islam quasi Motto ist. Und was ich nicht verstehe, ist, warum Deutschland nicht die ganzen Frauen und Kinder, die aus Armenien, aus Bergkarabach fliehen, warum holt man die nicht hierher? Die sind viel besser integrierbar wie irgendwelche jungen Männer, die dann denken, sie müssen hier Scharia durchbringen oder Kufr abstechen. Das finde ich schade, Die weil. holen Terroristen aus arabischen Ländern, die hier alles Ja, kaputt machen und da bombardieren, danke. Ja, aber danke, so dass auch er die Hilfe von das, wir armenischen Brüdern und so, Christen, nee, das machen okay. die nicht. Ja, Ja. wir Christen haben hier eigentlich gar nichts mehr in Europa zu sagen. Das sehe ich. Wir dominiert. Wir dürfen nicht mehr was sagen. Also ja, also wie soll ich sagen? Ich traue mich gar nicht mal, was zu sagen, auf Deutsch gesagt. Und wie gesagt, offen. Und ich möchte trotzdem gerne jetzt hier, wie heißt sie? Ja, Ros? mein Name ist Ros. Ja, ich wollte sagen, Herzlich dass, willkommen. ja, hallo. Ich bin selber Palästinenserin, die ich in Gaza geboren bin, aber es macht Gottes mich Segen auch das. traurig, was ich gerade zwischen Palästin und Israel passiert ist.
Und ja, ich bin auch sprachlos, dass die unschuldigen Kinder von ihrer Mutter weggenommen werden und ja, die einige Käfig gehalten und die manche auch abgeschlachtet werden. Ja, ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Ja, es macht mich ja, total traurig. Du hast ja gesehen, Schwester, weißt du, bist aus ja, Iran. Ja, Mone. Rose. Ja. Muslime oder Christin oder? Nee, ich bin Alhamdulillah X-Muslim. Ja, also offensichtlicher Widerspruch im Koran und Islam, Alhamdulillah, habe ich konvertiert. Ja, wie du weißt, wenn jemand seine Religion konvertiert, wegen Allah-Gesetze und Schariat-Gesetze abgeschlachtet werden. Therapie. Schlimm. Ja, sehr schlimm, ja. Schade. Redest du auch Arabisch? Leider, ich bin einzige Palästinenserin, kein Arabi. Kein Arabisch, ja. Ja, welche Sprache sprichst du sonst noch? Bitte, nur Deutsch. Nur Deutsch? Ja. Und ja, Azeri. Ich kann auch Azeri. Schwester, Palästinenser waren nie Araber. Wenn die Geschichte so zurückguckt, waren. Die kamen von Roma und von Roma-Zeit, diese Roma-Zeit. Ich weiß, dass sie von da abstammen und dann hatten sie einen anderen Namen, danach Palästinenser. Und dann haben sie sich mit Araber vermischt und sind zu Araber geworden. Eigentlich waren die kein Araber. Weißt du, ich wundere mich, dass die ganze Palästinenser stehen an der Seite Hamas. Aber Hamas ist eine organisierte Terrorgruppe und Hamas nutzt die unschuldigen Menschen als menschliches Schutzschild. Ja, ja. Keine Ahnung, warum die alle Palästinenser stehen an der Seite Hamas. Es hat alles mit diesem Buch zu tun, Schwester. Alle glauben an dieses Buch und ja. Ja, genau. Genau. Das sehe ich auch so. Ja, Mone, ich war in andere Livestream teilgenommen und ich wollte nur die Leute klar machen, dass ihr in falsche Richtung seid, aber leider die Live-Besetzer hat mich rausgekickt und ja, er lasst mich nur meine Aussage weitererzählen. Ja, die Muslime, ja, ich glaube, das Verhalten geht nur vor die Muslimen. Ich habe nur ihm gefragt, warum Männer dürfen mit 4 Frauen heiraten und warum Männer dürfen mit minderjähriges kleines Mädchen heiraten? Ja, ja. Warum heilige Prophet Mohammed verspricht im Paradies Männer dürfen mit 1000 Engel schlafen? Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Ja, das ist und das sind. Wie soll ich sagen? Das ist keine Religion. Das ist ein Fluch. Ist das? Sekte. Wie soll ich sagen, für die Seele, für jeden Menschen. Das ist Fluch und kein Segen. Ah, Serchava, Irojava, Shekrim. Ich habe gesagt, Allah ist die falsche Gott und Mohammed auch ist die falsche Prophet. Ich habe nur gesagt, ja, die Jesus Christus ist der lebendige Gott, aber leider die Muslime sind die falsche Richtung. Ja, ist so. Ross, darf ich dich fragen? Ja, bitte. Ross, wann bist du rausgegangen aus Islam? Darf ich dich fragen, wie das war, deine Zeugnis? Willst du das sagen oder willst du das nicht sagen? Ich will nicht das sagen, entschuldige bitte. Hallo, geht niemand was an, wir sind alles Fremde hier. Ich bedanke mich dafür, dass du deine Stimme gezeigt hast und das gesagt hast. Das ist schon stark genug und wünsche dir auf sehr viel Glücklichkeit, Gesundheit und eine lange Stadt in Freiheit. In Freiheit. Rose, darf ich kurz, Rose. Ja, bitte. Mal, ich möchte dir einen Ratschlag geben, ja. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwie bis zurückkommen. Warte ganz kurz bitte, Rose, ich will dir einen Ratschlag geben. Ich würde dir raten, vielleicht einen anderen Account machen, wo man halt dein Bild nicht sehen kann. Weil das kann auch ein bisschen gefährlich werden für dich später. Ja, es kann gefährlich werden. Es
gibt Muslime, extra Leute, die aus Israel betrogen. Klar. Ich habe keine Angst von diesen scheißen Muslimen. Ah, das hat nicht mit Angst zu tun, Schwester. Sei einfach schlau. Das sind, diese Religion ist gefährlich. Ja, ja, die kämpfen weiß. Gegen Mach Regierungen, die kämpfen gegen Städte. Eine Person ist für den nichts. Ja, alles klar. Vielen Dank. Ja. Kann ich noch mal fragen, vielleicht bist du in einen anderen Glauben gegangen? Ja, ich habe gesagt, ja, wegen dieser Widerspruch im Koran habe ich konvertiert, ja. Ja. Okay, danke. Sehr gerne. Vielen Dank, ich, dass Sie mich hochsiegen. Ja, vielen Dank. Ja, alles gut. Ja. Guten Abend. Tschüss. 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 Ich verstehe, wenn Rose sagt, sie hat keine Angst vor dem Scheiß, aber ehrlich, es gibt Verrückte. Es gibt Verrückte, die machen nichts außer den ganzen Tag, die machen Listen. Die speichern jede Foto mit Screenshot. Die machen diese Liste in Telegram-Gruppen. Diese reden gegen Islam. Diese haben verlassen. Diese wohnen in Berlin, in Hamburg. Es gibt Leute, die machen das den ganzen Tag. Dann muss ich jetzt auch Angst haben, oder wie? Nein. Wäre das besser, wenn ich auch mein Foto... Du hast ja keine Livestreams, wo du ihrer Meinung nach irgendwie hetzen oder so. Du musst keine Angst haben, aber es ist immer besser, alles auf privat und nicht sagen, in welchem Bundesland. Aber Angst, hab keine Angst, weil Angst musst du nicht haben. Aber klug sein muss man. Ja. Mhm. Ja, Angst macht die noch mehr stark und die machen vor allem sich an kleine Kinder, an deine Kinder und an deine Familie und nicht an dich. Die sind feige Sau. Die machen sich an kleine Kinder dran. An Erwachsene, die wissen, da kommt Widerstand, deswegen machen sie an kleine Kinder, damit dein Herz wehtut. Die sind schlimm, sind die. Ja, ja, ich habe einen Sohn, der ist aber jetzt Weihnachten, am zweiten Weihnachtsfeiertag hat er Geburtstag. Ja. So. Aber das will ich jetzt hier nicht so live so sagen, was da los ist. Also nicht in Deutschland kein Problem. Aber wäre er woanders, würde er getötet werden, ist Fakt. Da sind wir. Wir haben ja bei Jesiden 2014 gesehen, was die mit Kindern gemacht haben. Die haben gekocht, deren Fleisch haben die Mutter gegeben. Da gibt es auch Video drüber, wie die Mutter und so alle reden. Da ist so schlimme Dinge passieren. Die haben 100 bis 400 neunjährige Mädchen vergewaltigt mit 10 Männern. Je 10 Männer. Die haben deren Mutter vergewaltigt. Die haben ältere Frauen gleich erschossen, weil die nichts gehen könnten und so. Ältere Männer haben die Kopf abgeschnitten vor deren Kinder. Okay. Es ist so Schlimmes passiert. 12.000 Tote Jesiden. 7.000 Frauen verschleppt, verkauft in Irak, in Iran, in Raqqa, in Syrien. Das weiß der Bruder Judy mehr als ich. Nicht eine Demo vor ein paar Wochen. Irgendwie in Berlin, wegen die Jesiden, Hungerstreik, war das? Ja, wegen der Abschiebung, ne? Weil die wollten ja, die Abschiebung. Genau. Genau. Aber der von AfD, der Herr, der kam und hat uns versprochen, dass das nie passiert. Und es ist, glaube ich, jetzt gut. Die sind, glaube ich, nicht danach abgeschoben worden. Ja, Gott sei Dank. Gott. Also die AfD hält voll zu uns, die Partei. Ja, ja und ich bin ja auch, wie soll ich sagen, ich habe die ganze nur einmal nicht die AfD gewählt. Und keine Frage, aber wie gesagt, ich sehe keinen anderen Ausweg.
Man gibt's nicht bessere, Schwester. Ich wähle seit 3 Jahren AfD. Ich weiß, es gibt nicht bessere. Ja. Siehst du, die Grünen haben uns hierhin geholt, aber haben gleichzeitig unsere Feinde hinter uns hergeholt. Genau, genau. Ja, so wie du jetzt oder wie jetzt hier der Host oder so. Also bist du jetzt der Host, mit dem ich jetzt gerade spreche? Nee, Judy ist der Host. Okay. Ja, ist egal. Also ja, ist egal. Also wie gesagt, die AfD wird immer so schlecht hingestellt. Und so weiter. Sicher, wir wollen eine, also oder besser gesagt, ich bin ja nicht mal das nur seit gefühlt, glaube ich, 10, 12 Jahren, bevor die, also wo die Merkel noch dran war, wähle ich immer. Und es geht nicht darum, dass wir gegen Ausländer sind, kontrollierte Einwanderung sein. Und wenn ihr, wie ihr, friedlich und herzlich seid und arbeiten geht und euch integriert, was soll das? Ich will gerne auswandern. Ich will euch mal erzählen, ich möchte gerne auswandern. Und will gern nach Bulgarien. Und dabei muss mich an die Gepflogenheiten halten. Ich muss ein bisschen Bulgarisch lernen. Das ist das Einzige, was man machen muss. Sich an die Regeln. Aber wenn hier Leute herkommen, die das Land nicht mal lieben, respektieren und nur aus sozial, das ist für mich nicht korrekt, das ist nicht gut. Schwester, in deren Länder, wenn du dich nicht benimmst, geht's dir richtig schlecht. Warum kommen die in dieses Land und machen alles? Dieses Land hat uns aufgenommen, hat uns geholfen aus Kriege, hat uns aus Tod und Hunger geholt, hat uns hier schön, wir leben hier schön. Warum sollen wir die, wir müssen dieses Land viel Respekt geben, weil die haben uns geschützt und diese Menschen sind undankbar, die wollen nur dieses Land besitzen. Die sagen immer Nazi, Nazi, wer ist Nazi? Nazi-Ideologie kommt von Koran, von deren Buch kommt die Ideologie. Moin. Moin. Ja, hallo. Wenn ich verstanden habe, ihr seid so gegen das Islam, richtig? Ja, ich bin gegen Islam, richtig. Okay, und was genau gegen Amir, Islam? Amir, du bist Moslem? Du bist Moslem, Amir? Echt? Bist du Muslim? Ja. Irgendjemand macht Geräusche. Scharman. Ja? Scharman macht Geräusche. Könnt ihr kurz, ganz kurz euch ihr beide kurz stumm bitte, weil schnell mich bei der Schwester mal verstoppelt. Ja. Warte, ich mach das mal. Okay, so. Amir, du bist Moslem? Ja, und was bist du? Ein Kafir, ein Ungläubiger. Ja, das ist sehr gut. Ja, sehr schön. Ich habe hier Sure 4, Vers 15. Moment, ich habe eine Frage. Nein, nein, warte kurz, das ist Mainstream, ich stelle dir die Fragen, ich habe hier ein Thema. Ach so, du, ist egal doch, was ich dir antworte, weißt du warum? Warum? Weil du glaubst eh nicht daran, also das wird nichts bringen. Nein, danke Bruder Sheikh, ich möchte, hier guck mal, es gibt hier einen Vers aus dem Koran, das ist Sure 4, Al-Nisa, Vers 15. Ein Mann im Wort, Bruder. Gottes Segen, Bruder Sheikh. Gottes Segen. Und diejenigen von euren Frauen, die das Abschläuche begehen, bringt 4 Zeugen von euch gegen sie. Wenn sie es bezeugen, dann haltet sie im Hause fest, bis der Tod sie abberuft oder Allah ihnen einen Ausweg schafft. Ja. Kannst du mir erklären, wie das geht mit den 4 Zeugen? Ich kann das suchen, um eine Erklärung suchen. Moment. Ja, bitte. Surat al-Nisa, Ayah 4, richtig? Ayah 4, ja. Sure 4, Ayah 15. Surat al-Nisa. Ayah 15. Steht doch hier.
Ja, ich weiß, aber ich muss ja Tafsir holen. Ich kann selber das nicht interpretieren. Ich darf das Okay. nicht. Okay, sehr gut. Von welchen Gelehrten liest du den Tafsir? Von Ahlul Bayt. Und das Schiite, ja? Ja. Okay, mach das bitte. So. Aber der Vers ist eigentlich klar und deutlich. Ich brauche doch keinen Gelehrten dafür. Nee, nee, wir sind nicht Sunniten. Sunniten machen sowas. Wir sind nicht so. Ja, also wenn du Da jetzt musst du den Vers, unterscheiden. wenn du jetzt Da den Vers ist ein liest. großer Unterschied zwischen wir, Schiiten und Sunniten. Zum Beispiel Sunniten, die glauben daran, dass diejenigen, die Kafir sind, die sollen umgebracht werden. Aber sowas denken wir nicht. Das ist nicht richtig. Jeder darf leben, jeder darf an was er will glauben und Frieden leben. So sind wir Schiiten. Bruder, die Schiiten sind in Irak auch, die haben Jesiden da gelebt, die haben nie Jesiden was angetan. Die Sunniten waren das. Aber das hat trotzdem nicht damit zu tun, dass der Islam bemäßigt ist, dass der Islam normal ist. Das ist er halt nicht. Wenn man an Mohammed glaubt, ist schon Katastrophe genug. Moment. Hermann, wie ist das bei Jesiden Also, eigentlich? meine Gelernten, Ahlul Bayt, alayhum salam, die haben das genau so Tafsir gemacht, also interpretiert. Kannst du diejenigen stimmen, bitte? Damals in Jahiliyyah-Zeit, vor dem Islam, okay? Damals Arab, vor dem Islam, als die gesehen haben, dass eine Frau Fahisha macht, ich weiß nicht, was das auf Deutsch bedeutet, Moment, von wem das? Sinner, Unzucht. Sinna, genau. Die Ja, Sinna Unzucht. gemacht hat damals in Jahiliya-Zeit, vor dem Prophetzeit, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Die haben sie in einem Haus reingetan und die haben denen kein Essen gegeben. Also das Schönen guten entspricht ja, Abend was alle von zusammen. damals passiert wurde. Aber hier, guck mal, warte kurz, warte ganz Ja, kurz. das machen die Sunna. Ich bin mit dir. Ich bin mit Nein, dir. Das nein, nein, machen die nein, guck mal, Sunna. Die warte, Sunna, die machen Habibi. sowas, was hier steht. Habibi, Aber wir Amir, machen das Amir, nicht. Amir, Ja, Bruder. Habibi. Lass mal Ja. bitte Sunna Shia kurz beiseite. Hier ist der Koran, Allah sagt das. Nee, aber Und. Azizi, du musst was verstehen. Guck mal, ich will dir helfen, wirklich. Guck mal, Ja. wir Schiiten, wir sind nicht so wie Sunniten. Wir nehmen Koran nicht so, wie es steht. Nee, wir nehmen das nicht. Weißt du warum? Weil unser Prophet, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatte gesagt, den Koran ohne Ahlul Bayt, also ohne Ahlul Bayt von der Prophet, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ist ein Buch, der Mann da rein verloren wird. Kitabul Dalal, ich weiß nicht, was das auf Deutsch bedeutet, Dalal. Also Dalal. man wird, ja, Koran ohne Ahlul Bayt ist Kitabul Dalal. Kannst du das auf Deutsch sagen? Also dieser Koran hier ist ohne deine Imame, ja, Ja. ein verlorenes Buch. Genau. Und deswegen, wir Schiiten, wir dürfen nicht Also den hat Allah dieses Buch nur für die Ahlul Bayt geschickt. Und die können das erklären, sonst keiner. Die können das erklären, genau. Sonst keiner. Und das, was die Gott hat Okay. das nicht geschickt, der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam, der hat das erzählt. Und das ja heißt, das sind ja halt die Gesagte von der Prophet, die Ayat und Koran allgemein. Aber wie gesagt, wir sind nicht so wie Sunniten. Sunniten, die sind behindert im Kopf, Bruderherz, weißt du? Die nehmen Koran so wie es und dann kommt daraus was? Da kommt daraus so wie ISIS. Du weißt doch, diese schwarze Ja, Flaggen, die in Irak kam. Bruder, ich verstehe euch nicht. Ich verstehe, Schiiten sind gute Menschen, das weiß ich. Ich hab gesehen, wir haben gesehen in Irak und so. Die Daesh haben Tausende von denen, so wie die Jesiden, abgeschlachtet. Tausende Schiiten, die jung waren, die noch 18, 17, Hörst du mich? 16 Jahre alt waren, bei Ich höre dich dieser nicht mehr. Wasser da, bei dieses, ich weiß nicht, wie das heißt da im Irak. Ich will nur wissen, warum, ihr glaubt doch an Ali. Ali ist doch euer Prophet. Warum nennt ihr den Mohammed Propheten? Hallo.
Ich bin gerade sprachlos, was Amir gesagt hat, so dass er sagt, wir nehmen den Koran nicht so, wie der da steht, sondern nur, was die Ahlul Bayt, also die Imame von denen. Genau, das ist unser Weg in Islam. Das ist der Weg der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und das ist genau der Unterschied zwischen uns und den Sunniten. Sunniten, wenn die zum Beispiel einen Kafir sehen, die müssen ihn umbringen. Das geht nicht anders. Bei uns nein, es ist Frieden. Du kannst, was ja, du, aber warte, was ganz du glaubst, du kannst damit leben, wir sind zu. Ja. Ja, aber Amir, guck mal hier zum Beispiel in diesem Vers jetzt, ja, dass da das jetzt mein Thema ist. Das sind Allahs Worte, richtig? Allah redet nicht. Sunniten sagen, dass Allah redet. Wenn wir sagen, Allah redet, das heißt, wir geben Allah einen Mund, eine Zunge, einen Hals, und das geht nicht bei uns Schiiten. Allah hat keine Figur. Die Sunniten sagen, ja, aber doch, Allah hat eine Figur. Jetzt diese Vers hier die Worte, Beispiel. die Worte sind die Worte von der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Was nicht du hier Allah. Jetzt von Aya hast, das geht ja, das geht, also wenn du mit Sunna diskutiert, die werden da rein mit dir darüber richtig lang diskutieren und versuchen, das irgendwie zu rechtfertigen, aber bei uns ist nicht so. Wir dürfen nicht, Bruderherz, wir dürfen nicht einfach Koran, genau wie es steht, aufnehmen, sonst ist ein verlorenes Buch. Sonst ist ein Buch, der wird schwarze Flaggen überall reinbringen und die Menschen werden getötet mit diesem Buch. Dieses Buch ist richtig gefährliches Buch. Es darf nicht Koran. Jeder Der Koran ist gefährlich, wenn du so interpretierst, so wie du das liest jetzt und verstehst. Zum Beispiel jetzt hier eine Frau, die das Abscheuliche begangen hat, ne, um ihr das zu anhängen, bräuchte man viel Zeugen, sonst ist man nicht wahrhaftig, ne? Was sagen denn deine Gelehrte? Du hast gesagt, damals in Jahiliyyah-Zeit, ne? Also vor dem Islam. Okay, der ist weg. Sheikh? Ja, Bruder? Was hast du von Amir jetzt verstanden? Bruder, ich war gerade gar nicht da. Ich habe meine Zähne geputzt. Er hat gesagt. Ich habe das letzte gehört, deswegen habe ich LOL gesagt. Ja, er hat gesagt. Wenn du den Koran so annimmst, so nimmst, wie der ist, so wie es da steht, dann musst du auch die schwarze Flaggen tragen, ja. Du gehst total verloren. Das ist ein sehr, sehr böser Buch, sagt er, ne? Der hat zugegeben. Das ist sehr, sehr gut von ihm. Ja, er hat zugegeben. Indirekt hat das zugegeben. Ja. Oder ich habe hier nur einen einzigen Vers und es traut sich keiner hochzukommen. Hast du schon mal sowas gesehen? Bruder, es gibt 50 Verse im Koran, wo keiner die Antwort geben kann, ehrlich gesagt. Das ist krass, ja. Ja. Das ist echt krass. Das ist heftig, ja. Ja. Hi, hi. Aber ich würde mich noch gerne weiter mit Ihnen unterhalten. Bei mir ist es wahrhaftig wenigstens. Ja, auf jeden Fall. Der war nett. Shalom alaikum, Kuffar. Salam alaikum. Ja, man hört es immer wieder, meine Lieben, dass die Schia wirklich immer diesen Koran also ablehnen. Die sagen, wir haben das jetzt momentan hier, wir müssen damit halt umgehen, aber der echte, der wird noch irgendwann kommen von unserem 12. Imam, Mahdi, und die warten alle darauf. Das kenne ich also von den Brüdern. Oder das nicht gehört, ja. Die warten genau auf Mehdi. Ich weiß, ich lach gerade nur. Da frage ich mich, wenn der Koran, der Schia kommt, wird das denn genauso so stehen, was jetzt hier im Sünder drin ist? Oder wird das anders? Na, hallo. Frage heißt, Jakob, aber wenn ich mich nicht irre, die Schiiten, ja, wenn die wirklich zugeben, ja, die haben zwei Suren mehr im Koran als hier. Mhm. Ja, richtig. Also ich höre immer wieder, wenn ich so schiitische Live auf Arabisch gehe, die sagen da wirklich, dass da
zwei, drei Suren immer fehlen und die fragen, wo die bleiben, wo die sind. Deswegen nehmen die das auch nicht ernst, Bruder. Weißt du, was krass war, was Amir gesagt hat? Er sagt so, das, was hier steht, ist nicht Allahs Wort, sondern Mohammed sein Wort. Das hat er auch gesagt. Ja. Ja, ja, das hört man immer wieder, ja. Ja, ich danke Ihnen erstmal für die wahren Worte. Die Schiiten sind in so einem Fach, also in so einer Fläche, sage ich, ein bisschen wahrhaftiger als die Sunna. Aber trotzdem, Bruder, dürfen ja immer noch mit kleinen Kindern Geschlechtsverkehr machen mit Tieren. Bei denen steht das auch in deren Hadith auch. Deswegen ist für mich Jacke wie Hose, die sind gleich alle. Also ich finde jetzt die nicht besser, aber also wenn der Imam Mehdi kommt, was passiert dann? Dann ruft er doch auch zu Dschihad auf, oder nicht? Richtig, also ja. Ich habe es so gelernt und ich kenne das laut meinen Büchern und so. Wenn es um Eroberung geht und Nikah, sind die beide gleich, Bruder. Es gibt keine Verzweiflung bei denen. Sippen. Deswegen, wenn der Mahdi kommt, ja, die Frage ist, was kommt denn dann auf uns zu? Wie Ungläubigen, wie Kupfer. Diesen die Kuffar. Kuffar ist derjenige, der kleine Kinder abschlachtet, vergewaltigt, tötet, Menschen tötet, nur von Tod lebt. Das sind Kuffar. Kuffar nicht Menschen, die wie wir. Wir haben eigene Gott. Wir haben vor denen schon Gott und ungeglaubt. Christen, Jesiden, das sind älter als der Islam. Und wir haben mit unserer Herz und unserer Gedächtnis gekannt, nicht mit Büchern. Richtig, Bruder. Also das Wort wirklich Kuffar ist eine Beleidigung gegenüber der Christen. Genau. Wenn sie jedes Mal sagen, Kuffar, wie, also viele kennen das nicht, die mit der Betonung, ach, das ist einfach nur Ungläubige. Aber nein, die meinen das im Hintergedanke. Ne? Da fahren sofort die Suren, die die im Koran haben, was weiß ich jetzt, 5,20 oder 7,60, was alles auf uns kommt mit Beleidigungen. Das fällt alles in dieses Wort rein. Ja, genau. Ja, das kennen wir schon. Darf ich kurz mal was fragen? Ihr seid doch Jesiden. Ich bin Jeside, ja. Ja, gibt es da auch eine wie Art Bibel oder irgendwie was? Nein, bei uns ist alles mit Überlieferung. Wir hatten wohl mal Buch, aber wir gehen nicht nach Buch. Der Buch ist verloren gegangen durch die Genozide, die man über uns gemacht hat. Aber wir gehen nicht nach Buch, wir gehen nach Überlieferung. Wir haben einen Gott und den sieben Engel. Wir glauben nicht an Menschen. Wir denken, Propheten waren Menschen, Menschen machen Fehler. Daher glauben wir nicht an Menschlichkeit. Wir glauben an Gott und die sieben Engel. Und Glauben an Gott heißt Glauben an alle Menschen. Für uns ist die Menschlichkeit das Wichtigste im Leben. Wir beten für 72 Völker, vor uns und dann für uns. Solche Menschen. In Islam gibt es kein Gebet für andere Gläubige oder andere Menschen. Es gibt nur Gebete für Islam selber. Aber es kommt kein Gebet für andere Menschen. Bei uns Jesiden, wir beten erst für andere Menschen und dann uns. Jeden Morgen, jeden Abend beten wir für andere Menschen, für ganze Menschheit, für 72 Völker. Und daher denken wir sagen auch nicht, komm zu unserer Religion, weil niemand kann zu uns konvertieren oder wir können auch zu niemand konvertieren. Und daher, wir haben eine schöne Religion, finde ich, weil wir tun niemanden weh. Wir haben auch nie Kriege in unserer Zeit gemacht. Wir sind 4.000 bis 5.000 Jahre alt, aber wir haben gegen niemanden Kriege gemacht. Wir sind immer angegriffen worden von Islam. Seit 1.500 Jahren werden wir getötet von Islam. Richtig, Bruder. Kann ich auch bestätigen. Wirklich, also die Jesiden sind so liebe Menschen, sage ich jetzt, die haben wirklich keine Gewalt hinter sich und Hintergedanke. Ja, ja. Und ihr habt da, wie du sagst, viel von eure Scher, sage ich, die Erzählungen. Ihr erzählt eine Generation nach der anderen. Ihr wird immer erzählt. Die haben ja keine Bücher. So kenne ich das ja, von euch. Genau. Ne? Ja, es wird ja immer erzählt, aber, genau. Ja, ja, aber trotzdem ein liebesvolles Menschenvolk seid ihr. Ich mag euch ja, wirklich sehr.
Und das ist Gottesliebe, das ist richtige Gottesliebe. Und deswegen, wir sagen, Gott ist nicht unserer, Gott gehört uns alle. Wir sind alle seine Schöpfer, nicht nur die Moslem. Wir sind alle Gottes Schöpfer, aber die haben sich ein Allah erschaffen, der nach deren Bedürfnisse, schöne Frauen, dies, das, die haben sich ein Allah erschaffen. Allah ist nicht Gott. Oder die haben sich selber den Titel gegeben. Hamad hat sich selber als Prophet dargestellt. Die haben sich das alles selber. Nach unserer Überlieferungen hat Mohammed sich mit List und Tricks zu Propheten gemacht. Er hat zwei seine besten Freunde getötet, damit sie den Engel spielen, und damit sie ihn nicht verraten, hat er die getötet. Er hat sogar in unserer Überlieferung, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, er hat seine Tochter Dings gemacht, und der hat dann zur Moschee ist er gegangen. Es geht um dieses Bad. Die schneiden doch ihre Mittelbad, hier Schnurrbart immer weg. Ja. Ja, und wir sagen, Überlieferung von Jesidentum ist, dass die Tochter, also alles lang kam er saufend nach Hause, und dann hat die Tochter vergewaltigen wollen, und dann hat sie deren Bad abgezogen. Dann ist Mohammed zur Moschee gegangen, morgen früh, und hat zu allem gesagt, die sollen alle ihre Bad, Schnurrbart abschneiden. Das hat Allah gesagt, weil damit die Tochter nicht rauskriegt, von wem sie den Bart abgezogen hat. Und so ist das verschüttet worden, verhüllt worden. Richtig, es gibt ja eine Lieferung, also ein Hadith, wo gesagt wird, dass Momo Fatima, seine Tochter, jedes Mal, wenn er nach Hause kam, die Zunge in ihren Mund quasi reingesteckt hat. Ja. Und ein anderer, ich kenne diese, also es gibt eine andere Überlieferung, der sagt, wo er ständig an ihre Brüste dran gegangen ist, und dabei hat er die zum Moschee genannt. Dann haben die ihn gefragt, warum machst du das denn, deine Tochter die Zunge und die Brüste zu lecken, was weiß ich. Da sagt er, weil diese sauberes Mädchen, die gehört nicht, die gehört ins Paradies, in Jenseits, ja, genau. Die braucht. Ja, das geht nicht. Das ist authentischer Hadith. Oh Mann. Ja, geschweige, nicht nur mit der Tochter. Man braucht nicht drüber zu reden, ihr kennt ja schon alles. Heutzutage wäre in Europa wäre Momo im Gefängnis. In Sicherheitsverwahrung wäre er heutzutage. Der wäre eine Klapse, die hätte ihn so eine schöne Jacke, habe ich Liebsjacke mitgenommen, Bruder. Diese weißen, wo man so zweimal um den Rücken gewickelt wird. Hölle, springt der. Aber wisst ihr was? Ich werde mich auf alle Fälle mal mit dem Jesiden-Glauben oder also mit dem Jesidentum, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ja, es liegt mit E, fängt das an. Mit E, mit Punkt. Jesidentum. Ja, da werde ich mich mal wirklich morgen mal beschäftigen damit. Weil ich finde, dass war da in so einem Live. Mit so einem langen Bart, so ein Mann, der hat da für, also wo das war, hier mit Demo in Berlin. Ja. Den habe ich beobachtet und den fand ich so toll, also so ein netter, ja, also guter Mensch. Siede dort getroffen oder gesehen, jemals in meinem Leben, ich bin aber erst 33, der irgendwie aggressiv. Einigen. Gibt es vielleicht, aber ich habe keinen gesehen. Ja. Aram, Bruder, geratet Aram. So, Aram, hallo. Gott segne euch. Gottes Segen, Bruder. Dankeschön. Wie geht's dir, Aram? Also, alles gut? Alles gut, vielen lieben Dank. Also das Einzige, was mich jetzt gerade geschockt hat, Jakobus, dass diese Überlieferung tatsächlich stattgefunden haben sollte, das ist ja nee. Boah. Ja, Bruder, es ist wirklich eine schiitische von Akram, Imam, der sechste Imam der Schiiten, und der beliefert das, der erzählt, dass er, was ich gerade erzählt habe, dass Momo ständig an seine Tochter drangegangen ist und ihm war es zu schade, seine Tochter an jemand zu geben, weil er wollte das nicht, weil er war ja gewohnt, an kleine Kinder ranzugehen und so, deswegen konnte das nicht verkraften, seine Tochter an jemanden zu geben, pass auf, der ehrliche Ehe und was weiß ich, deswegen ist er immer an ihr dran gegangen. Also wie gesagt, ich habe schon viel eklige Sachen gehört, aber das hier, das ist ja... Ja, das ist der Armer. Bruder, gibt es noch andere Hadith, wo sein Cousin Ibn Abbad
erzählt ständig, wenn er nach, also während der Dämmerung, als er sich immer eingegeben hat, schon getrunken hat, ist er immer zum Stall gegangen und da hat er immer seine Ziegen und seine Stute, also seine Kamelstute, hat er immer befriedigt. Oh, authentisch das politische Hadith von Bukhari. Eine Katastrophe. Also so. Ja, aber Dr. Chef, der kennt bestimmt diese Hadiths, ne? Ja, richtig, nicht so. So, jetzt, Bruder, ja. Du kennst was, Bruder? Ach, hast du nicht mitgekriegt, gerade was ich erzählt habe, ne? Ja, Bruder, wir haben gerade zusammen zugehört, diese Sache wegen Mo und seinem Kind, und ich habe es dir noch erklärt, und die hat dann gesagt, das ist richtig mit Drecksauber ist. Und dann hast du gesagt, Sheikh, und dann bin ich jetzt da gewesen. Und das danach habe ich noch nicht gehört, diese paar Sätze danach. Ja, ja, also dass er quasi seine Tochter Fatima quasi die Zunge immer reingesteckt hat und ihr Brüste immer abgeleckt hat und so. Wow. Da gibt es auch authentische Hadithe und da gibt es noch von Bukhari und Sahih Muslim, wo er halt die Kamelstuten quasi immer befriedigt hat, als er immer sich immer einen gegeben hat, immer besoffen war. Laut Abu Abbas hat er immer die befriedigt. Heftige Shit, Alter. Ich denke, die dürfen nicht trinken. Das war er und Abu Bakr, das waren die größten Alkoholiker. Das waren die größten Säufer, waren das. Ja, ich habe viele Hadithe, wo der besoffen ist. Sogar in der Koran gibt es zwei Koranverse, wo es halt berauschen wird von Weinbecher und sowas, wenn die dann ins Paradies kommen. Heftige Wir sollen da nicht rumholen. Wir kennen das schon alles. Nur da ist so viel mittlerweile, das kommt alles raus. Man kommt nicht mehr hinterher. Ne? Man muss ein bestimmtes Thema aufmachen und man kann halt den Vers, die Sure, den Vers und den Hadith und halt erläutern. Aber sonst ist das so viel mittlerweile. Das ist Katastrophe, Katastrophe ist das. Und dass die noch an sowas hängen, dass sie noch an sowas glauben, ne? Das kommt nicht bei mir im Kopf. Dass er das gemacht hat, ist nicht menschlich. Aber dass die Leute noch sowas folgen und hier ihn begehren und sagen hier, das ist Habibullah, der Gottes Lieblingskind und Sohn. Und das kommt nicht in meinen Kopf rein. Da kann ich damit nicht umgehen. Ich kann das nicht verarbeiten. Normal, Bruder, normal. Ja, das ist viel zu schwierig. So, es geht um diese 72 Jungfrauen. Ja. Viele Jugendliche glauben an das. Die denken, die wissen das. Da gibt es vieles, was die so glauben, was echt Dinge so, wie soll ich sagen, schwer zu schlucken ist, weißt du? Und ich tue auch jeden Tag immer Dinge, meine Beweise weiter rumschreiben, weißt du? Und es gibt ja auch den Papiertaxi, weißt du? Irgendwas stört. Sachen da drin stehen so, ey. Wir haben sogar ein, musst du dir mal vorstellen, wir haben sogar ein Takia-Taxi. Nicht normal, ja. Guck mal, was drinsteht. Die Gläubigen sollen sich nicht die Heuchler, Abdullah ibn Ubay und seine Gefährten und die Juden zu Freunden nehmen, um mächtig und ehrenvoll zu werden gegenüber den Gläubigen, die aufrichtig sind. Wer das tut und nach Macht und Ehre strebt, indem er die Heuchler und Ungläubigen zu Freunden nimmt, hat keine Ehre, keine Barmherzigkeit und keinen Schutz vor Allah, es sei denn, ihr hütet euch vor ihnen, indem ihr euch vor ihnen rettet, indem ihr freundlich zu ihnen sprecht, während eure Herzen sie nicht mögen. Allah gebietet euch nur vor sich selbst zu hüten bezüglich der Meidung von ungesetzlicher Tötung, ungesetzlichem Geschlechtsverkehr, ungesetzlichem Besitz, Genuss von Rauschmitteln, falschem Zeugnis und der Verbindung von Partnern mit Allah. Zu Allah ist die Reise und die Rückkehr nach dem Tod. Punkt. Heftig, oder? Bruder, wir haben einen Islamaufklärer, das ist ein Kurde, er kann Arabisch, der ist 10-mal besser als Amir. Also, wenn man den zuhört, was der alles so sagt, oh mein Gott. Alle Brüder sind gut. Jeder, der wo hilft, diese Dinge. Jeder, der ein Hadith oder einen Vers bringt, der ist gut, Bruder. Egal. Jeder hat seine Stärken. Genau. Egal, ob Aram, Sheikh, Judy, Babu, alle. Ja. Wer ist das denn? Ist er bei uns oder wer ist das denn? Guck mal, was man jetzt in den Kommentaren, Leute. Please help, I have orphan. Das ist ein Code, der ist in TikTok ist er halt auch drin. Ich glaube, Judy kennt ihn. Habt ihr es gelesen, hallo? Wer ist das denn? Der heißt Roj. Der ist auch aus Rojava. Bruder, warte mal doch kurz. Guck mal unten, was in den Kommentaren ist. Wer ist das, die wo oben ist? Sie sagt, bitte hilf mir, ich habe Orphaned, Waisenkind, brauche Hilfe bitte, sagt sie.
Sie ist gerade hier oben. Das klingt voll krank, Mann. Voll krass, als. Dann soll sie reden. Mariam. So. Das sind solche, die hochkommen und danach vier Rosen. Ganz kurz, Base, ganz kurz. Ich weiß nicht, Base, ganz kurz. Warte mal ganz kurz, bitte. Warte ganz kurz. Mariam, entweder du sagst jetzt ein Wort oder ich kick dich raus. Das Mariam. Ist Scammer. Mhm. Können wir sie hochbringen? Die war Robin Mone, aber das ist bestimmt. Ein Typ, der will bestimmt nur Geld abzocken. Davon gibt's viele. Nein, Bro, guck mal, das sind wirklich Frauen, die aber von den Staat so ungefähr vielleicht. Die bekommen ein Handy, die haben wirklich gar kein Gehirn mehr. Die haben mehr Familie verloren, dies, das. Die wurden irgendwo reingesteckt in ein Zelt, haben ein Handy bekommen, haben gesagt, hier geht auf TikTok live und battle für Geld. Ja, Bruder, ja, da soll sie sich zeigen, da soll sie sich einmal zeigen, kurz was erzählen, einfach hochkommen. Sturm ist doch beängstigt, sowas. Und schwarzes Bild. Ja, bei mir ist komisch, sobald ich Kinder höre, dann ist bei mir im Kopf sofort ein Schalter umgelegt. So. Bro, ja. Weißt du schon, wie oft ich angerufen wurde von irgendwelchen, die Kinder im Hintergrund weinen? Das war vielleicht die Eiche, die Wolfsfüße von wegzugehen. Arme Eiche. Bruder, sowieso, guck mal, wir haben jetzt sehr, sehr viele Leute oben, die wo heftig sind. Mit Gudi sowieso alleine reicht schon eigentlich. Das schreckt sehr, sehr viele ab. Ich schaue unten für Kommentare zu. Bruder Cody, Gudi, tust du mich runter in die Kommentare schmeißen? Kommentarsektion. Ja, Bruder. Ich gehe mal auch kurz runter. Ich will auf jeden Fall hier, ich muss noch ein bisschen den Schrank aufbauen, aber ich höre euch zu, Bruder. Okay, Habibi. Ja, ja, damit auch ein bisschen welche hochkommt, damit die ein bisschen dir das erklären, weil du verstehst nicht dieses Vers. Die sollen dir das erklären, Bruder. Das wollen wir. Ja. Ohne, da hat einer gesagt, man sieht dein Instagram-Verlinkung mit deiner Identität. Vielleicht ein bisschen privat machen. Meine oder was? Bei mir? Ja, hat jemand unten geschrieben, dass man bei dir durch Instagram sehen kann, wie du heißt und so. Ah, okay. Gut, dann gehe ich mal runter und dann mache ich das weg. Keine okay. Frage. Alles danke. Gut. Danke. Ja. Ich gehe auch runter. Ich bin auf jeden Fall hier am Chat. Kick mich mal runter, bitte. Mach mal, damit ich nicht rausgehe. Judy, ich sehe dich im Chavo. Shabbat Amina Khosh. Alles Gute für euch alle. Ich gehe auch runter. Ich hoffe, Judy macht Schön. Und viel Glück an alle. Alle Segen. Gottes Segen. Jetzt sind wir nur zu dritt. Judy, liebe Judy, warum haben dich jetzt alle auf einmal verlassen? Judy? Der ist auch weg. Der ist auch weg. Komisch, die sind alle weg. Ja, gerade meinten die anderen irgendwas, ja, hier sind genug Leute, die sich gut auskennen. Ich kann nicht da bleiben, ich muss auf eine Hochzeit. Hast du auf eine Hochzeit? Ja, ein Kumpel von mir heiratet und ich bin natürlich eingeladen. Jakobus, komm du lieber hoch, weil, wie gesagt, ich muss mich jetzt fertig machen und muss dann los. Ich werde natürlich gerne da geblieben haben. Ja. Kann man viel Aramabe. Machen. Aramabe. Ja. Also auf jeden Fall sagt dein Kumpel alles Gute. Du hast den größten Fehler deines Lebens gemacht. Schwarz. Wallah, diese Suppe hast du nicht trinken sollen. Ich weiß nicht, ich sag's ihm. Okay. Weißt du, was wir zu solchen jetzt gerade sagen? Ja? Weißt du, was wir für Glückwunsch zu denen sagen? Nein. Aidawa Firozbe. Du Bücher.
Ja. Ja, ich werde es Ihnen sagen, ich werde sagen, ein sehr intelligenter, lieber Freund und Bruder von mir wünscht dir liebe, liebe schöne Grüße. Das ist der größte Fehler. Ja. Soll er sich noch einmal überlegen? Sag ihm, alles, was dir bis jetzt geschmeckt hat, wird ab morgen nicht mehr schmecken. Das wird ein Tiefschlag. Aber Aydaba Pirospe klingt auch sehr gut, weißt du? Ja. Wie geht's dir, Judy? Ja, besser. Gestern war ich richtig krank, Aramabe. Ja. Ich habe mich gestern echt? So krass. Ja. Warum? Ich war arbeiten. Ich hatte nur 3 Stunden Schlaf. Ich bin dann arbeiten gegangen. Ich habe Frühstück ein bisschen gemacht. Aha. Ja, und ich habe draußen gearbeitet und es war so windig, kalt und so. Ja, ich habe mich halt leicht erkältet. Ich hatte sehr starke Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Ui. Ja. Nicht gut. Wieso hast du draußen gearbeitet? Ach, das ist so eine Kleinigkeit nebenbei gewesen, Aramabe. Okay. Wie geht's dir, mein lieber Base? Hallo. Gottes Segen. Wie geht's dir? Was machst du? Ich bin am Sitzen. Wie geht's dir? Sehr schön, danke. Aramabe, gibt's bei euch Christen? Ja. Betrifft dieser Vers auch eine Strafe oder gibt es da eine Regel? Warte, ich muss deine Brille aufsetzen. Weil wenn du was sagst, dann stimmt was nicht. Nein, ich will es nur wissen. Dann stimmt etwas Gewaltiges nicht. Und diejenigen von euren Frauen, die das Abscheuliche begehen, ach so. Ja, jetzt hast du diesen Vers aber richtig in die Mangel genommen und der ist wirklich sehr gut, lieber Judy. Da hast du vollkommen recht. Ich hab dich gestern im Live gesehen. Ich dachte, Wallah, ich lasse meinen Bruder Adam nicht alleine. Ja, ich gehe mal kurz einmal aufräumen. Hey, warum bist du nicht gekommen? Ich war doch mit dir live gestern bei den anderen. Früh, gegen mittags. Ah, stimmt. Ja. Die Koraniten und so auf einmal. Was nochmal, Adam? ja, das ist eine Katastrophe. Die sind, also das ich weiß nicht, Judy, es gibt Menschen, wirklich, wirklich, ich muss das leider so sagen und loswerden, die haben tatsächlich Dämonen in sich. Ja? Gestern war dieser Femi auch wieder bei Punisher. Ich war ja auch dort bis 3 Uhr. In der Früh, also heute Morgen oder so. Der philosophiert und redet so ein Schmarrn. Da gibt's so einen jungen Kerl auch, ich glaube, das ist ein Kurde. Der ist so frech, der ist so asozial. Also die sollen sich mal schämen, besonders unsere kurdischen Brüder, die sollten sich schämen, überhaupt wirklich solche Sachen von sich zu geben. Eine Katastrophe. Ja. Au. Hallo. Wie geht's? Gut, danke. Wie geht's dir? Mir geht's auch sehr gut. Sehr, sehr schön. Amina? Kann das sein? Ja. Okay. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr schön. Sehr schön. Und dir? Ach, vielen lieben Dank. Gott segne dich. Alles gut. Danke. Freut mich. Kommst du öfters zum Judy? Nein, nicht mehr. Warum? Nicht mehr. Zum Judy solltest du definitiv. Ja, weil ich nicht mehr nett zu ihr war, deswegen. Nein, du warst ja nicht gemeint zu mir. Ich habe viel, hab viel zu tun, ich muss zu meiner Mutter, sie ist am Krankenhaus, muss Haushalt machen und so weiter. Sehr gut. Ja. Ich kann jetzt. Ich glaube jetzt. Also, ich habe mein Glauben, ich bin jetzt noch keine Christin, aber. Okay. Ich glaube eher ans Christentum. Ich mein Glauben ist so stark geworden in 2 Tagen. Trau dich was anderes zu sagen. Ich trau dich was anderes zu sagen. Wallah, du fliegst hier weg sofort. Wer? Du. Ich?
Ja, sonst ist für mich alles Zeitverschwendung. Was anderes, weißt du, was anderes? War was anderes, Mann. Du jetzt kommst her, Islam ist so und so, dann bin ich richtig sauer auf dich. Nein, guck. Ich bin jetzt kein Islamhasser, weiß es ich, aber ich mag die Muslime nicht. Und sie hat mich viele Fragen gestellt und wenn man die Fragen stellt, kommt eine Antwort. So, weißt du? Und für mich war die Antwort jetzt Jesus, also Christ, also weißt du, es, die Bibel, Christentum, war die Wahrheit für mich. Sehr gut. Ja. Weil, guck Halleluja. mal, ich habe auch was geträumt. Dann habe ich habe Jesus gespürt. Ich habe meine Augen geschlossen und ein Mann, was Jesus ähnlich aussah, wie, also wie man halt Jesus beschreibt, wollte meine Hand nehmen. Das war für mich sehr krass. Sehr gut, sehr schön. Und ich Halleluja. habe von. Ich Sehr habe schön. Guck mal, ich hab das Frieden genannt. Ich habe dieses Gefühl für mich Frieden genannt. Und dann habe ich gestern, also heute, von einem Regenbogen geträumt. Und ich habe heute einen Regenbogen gesehen. Und das heißt ja Frieden, weißt du? Bedeutung. Ja, tatsächlich, das ist das Zeichen des Friedens zwischen Gott und dem Menschen. Ja, richtig. Also hast du schon die Bibel ein bisschen so Jesus hat es mir so leicht gelesen? gemacht. Ich habe diese App runtergeladen. Ich muss mir noch die Bibel holen. Ich schau gerade also die Serie The Chosen. Chosen, ich habe tatsächlich nicht angeschaut, aber ich weiß nicht, ob das so gut sein sollte. Nein, das ist ja einfach die Geschichte in einer Serie, weißt du? Es ist besser eigentlich, wenn du. Sie beten nicht drei Götter an. Und also Jesus hat es mir so leicht gemacht. Ich habe halt gebetet. Ich habe gesagt, also zeige dich mir. Da habe ich davon geträumt. Also ich habe geträumt, einfach, dass eine Frau ist. Wollt ihr hören? Ja, erzähl, erzähl. Okay, eine Frau ist Auto gefahren, die hatte Kopftuch an und hinten war ein Mann drin. Der Mann guckt mich an und ich bin eine ängstliche Person. Der Mann guckt mich an und hat so auf den Klug gekauft, als wäre er gekidnappt worden. Und die Frau guckt mich an, als würde sie mich auch kidnappen wollen. Aber es war so eine türkische Frau, ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es war eine türkische Frau. Und dann, ich hab richtig ängstlich und dann hat die Frau mich, ist zu mir gekommen, da bin ich eingeschlafen. Ich wach dann auf. Und dann habe ich gehört, also im Namen Jesus Christus, Gott segne dich und weiß weiß ich. Und dann bin ich aufgewacht. Interessant. Hallo, grüßt euch. Wer hat mich jetzt eingeladen hier? Judy, Du Aram, oder? hallo. Judy Ach hat so, mich Judy, eingeladen. du. Ja, ich habe Ja. nicht viel Zeit, aber ich kann ein bisschen mitdiskutieren. Ich warte hier auf das Gebet vor der türkischen Moschee. Wir können ein bisschen Ja. reden. Redet Super, ruhig, ja. ich bin euch im Wort gefallen. Redet weiter. Also, ich habe hier, Amina, kannst du dich kurz stumm schalten? Ja. Ich habe hier Sure 4, Vers 15. Was ist mit der Sure? Da steht, und diejenigen von euren Frauen, die das Abscheuliche begehen, bringt vier Zeugen von euch gegen sie. Wenn sie es bezeugen, dann haltet sie im Hause fest, bis der Tod sie abberuft oder Allah ihnen einen Ausweg schafft. Okay. Und? Wie geht man vor jetzt? Ein Moslem geht nach Hause und sieht seine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Ja. Wie geht Wie man soll. vor? Wie Sag mir würdest mal du? kurz einen Vers, Aram. Oder wer es auch immer Hier, war. Sure 4, Vers 15. Warte ganz kurz, zu den Username. Du warst ja bei Joker auch oben und hast ja gegen die Christen gesudert. Mit Und wem war ich oben? bei Liebe zu Hadith und bei Joker warst du ja auch oben und Ja. hast gegen die Christen Nein, ich gesudert. habe Sachen gefragt. Okay, wie alt bist du eigentlich? 19. Okay. Warum? Nein, ich respektiere dich, ich respektiere Aram Ja, hier Gudi, und. ich muss mal kurz auf diesen Vers eingehen. Warte ganz kurz, widerlegt. Warte bitte, warte Okay, bitte. ja. Warte bitte kurz. Ado, guck mal, Alter spielt gar keine Rolle. Nein, natürlich nicht. Bei aller Respekt gegenüber dir und Aram will ich hier nichts Falsches sagen. Und ihr wisst, wer mir mit Respekt kommt, komme ich mit doppeltem Respekt Ja. zurück. Und wie gesagt, das ist ihr Ding, so sie machen, was sie will.
Ja. Ich bin wie Moslem geboren und ich weißt lebe du, Ado, für den Tag, Ado, dass ich als Moslem sagen? Sterbe. Ja. Sie ja. zwar jünger als wir alle, ja, aber ich sage dir, ich hoffe, ich wünsche mir, jeder Mensch, ne, ich sage nicht jetzt jeder Moslem oder so, jeder Mensch tut dasselbe, was sie getan hat, denn sie hat nach der Wahrheit gesucht, für sich selber. Sie hat gesucht, sie hat Fragen gestellt, sie war bei uns, du sagst gerade, sie war bei Liebe zum Hadith, sie war bei Joker oder auch immer. Sie hat Fragen gestellt und nach der Wahrheit gesucht. Und das sollte jeder Mensch machen. Und wenn sie die Wahrheit für sich gefunden hat, dann da würde ich jetzt zustimmen, Gudi. Pardon, was du sagst. Ich will aber noch mal kurz auf Sure 5, Vers 15 zurück. Ganz kurz, danach könnt ihr wieder weiterreden. Sure 4, Vers 15. Ja. Bei diesem Befehl muss man sich mal den Tafsir anschauen, von zum Beispiel Ibn Kathir, Al-Qurtubi und so weiter. Und da ja. sehen wir, dass dieser Befehl ganz am Anfang des Islams also Gültigkeit hatte, aber später durch eine andere Strafe abrogiert wurde. Du ja, weißt okay, ja, was die Strafe für... Ja, kein Problem, ja. Ich hab's gerade vor mir. Ich rede von 4 Zeugen gerade erstmal, ne? Ja. Generell warte, dieser Vers. Warte, warte. Das Tafsir Ibn Kathir. Okay. Da sehen warte, wir. Warte kurz. Warte. Der Befehl wurde später abrogiert. Aufgehoben. Ja, wo ist abrogiert, der Vers? Der Vers wurde später durch den Steinigungsvers abrogiert. Der hier. Dieser Vers hier, Sure 4, Vers 15, ja. wurde laut Ibn Kathir später durch den Steinigungsvers abrogiert. Ja. Ja, wo ist der abrogierte Vers? Ich glaube in den Hadithen oder in einem anderen Vers. Aber er ist auf jeden Fall aufgehoben. Guck mal, warte kurz. Hier steht, dass ich kenne den Tafsir. Ich habe den schon gelesen, ja? Aber wo ist der Vers, was dieser Vers hier davon abrogiert ist im Koran? Zeig mal. Das weiß ich. Ja, dann ist der Koran nicht vollständig. Nee, das hat nichts damit zu tun. Ja, wieso? Aber die, wo ist das Problem? Weil ich etwas nicht weiß. Warte ganz kurz. Warte ganz kurz, bitte. Warte kurz. Lass uns doch hier nett unterhalten. Okay. Er hat jetzt was aufgemacht. Ja, da steht, dass dieser Vers von der Steinigungsvers abrogiert ist. Okay, wo ist der Vers von Steinigung? Der Steinigungsvers wurde als Vers aufgehoben, aber nicht als Urteil. Wie kann man ein Vers, der von Allah kommt, aufheben? Wie geht das? Genau wie Gott es auch im Alten Testament gemacht hat. Das erstmal. Warte kurz, Friedrich. Ich bin kein Christ, komm mir nicht mit Altes Testament, Neues Testament, komm mir nicht mit Nur ein Beispiel. Nee, ich kenne mich, du kannst mir viel über Altes Testament erzählen, ich kenne mich damit nicht aus. Okay, das interessiert mich jetzt gerade auch nicht. Wo ist der Vers? Warum fehlt ein Vers? Ganz kurz, liebe Leute. Ich habe nur im Hintergrund was gehört. Was ist im Alten Testament passiert? Wir haben gerade über Abrogation geredet. Okay, und was ist im Alten Testament passiert? Wir haben gerade darüber geredet, dass Gott im Alten Testament bestimmte Befehle gibt, die er später dann aufgehoben hat. Im Neuen Testament und so weiter. Also im Alten Testament ist das nicht erfolgt, das stimmt nicht. Das ist eine pure Lüge. Doch. Nein. Wollen wir mal darüber reden? Du, schau mal ihr habt keine Zeit jetzt dafür, ihr habt jetzt keine Zeit, ich muss auf eine Hochzeit. Aber das ist absolut okay, dann noch gelogen. Viel Spaß. Hört auf, das ist gelogen, verlogen und das ist einfach dahergeholt. Okay. Du hast gar keine Ahnung von der Bibel. Ja, ich habe keine Ahnung. Ihr habt keine Zeit jetzt gerade. Ja, sonst viel Spaß hier bei der Hochzeit. Viel Spaß hier. Ab 12 Uhr bin ich wieder da. Ja, dann kommst du wieder einfach in meinen Stream. Da reden wir über Abrogation im Alten Testament. Ja, aber lass mal kurz erstmal bei deinem Problem bleiben, wie der liegt, okay? Gerne. Welches Problem, Bruder? Das Problem, was du jetzt gerade gezeigt hast von den Tafsir im Kassir, wo ist der Vers? Der Vers wurde als Vers aufgehoben, aber nicht als Urteil. Wo ist der Vers, der im Koran stehen sollte? Das ist Allahs Wort, warum ist er weg? Ganz einfach, weil bestimmte Verse als Vers aufgehoben werden, aber nicht als Urteil. Das ist ganz bekannt unter den Abrogationen. Okay, also diese mit Steinigung existiert nicht mehr, wird nicht mehr verwendet. Der Vers wird nicht mehr rezitiert, aber das Urteil gilt noch. Das geht. Und was ist mit dem Urteil von diesem Vers hier? Der ist sowohl im Urteil aufgehoben, aber nicht in der Rezitation. Also was jetzt, wenn jetzt eine Frau, ja, Unzucht begeht, was ist ihre Strafe? Steinigung. Richtig. Okay. Und aber Judy, erklären, wo ist das Problem jetzt bei dem Vers? Was ist dein Problem? Ganz kurz, Judy. Warte ganz kurz. Warte, nee, Bruder, alles gut. Der kann ja gute Fragen stellen. Halten muss ja nochmal. Wie kannst du Judy, jetzt erklären? Mal ich habe eine Frage, wow, Judy. Mein Gott. Ado, warte doch. Ich will doch erklären. Ich bin doch dabei, gerade zu reden. Ja, ich muss auf das Abendgebet. Bin kurz vor der Moschee. Ja, red, komm. Halt.
du gehst jetzt nach Hause. Gudi, sorry, ich stelle noch mal kurz eine Frage. Ich muss mich danach auch mal verabschieden. Ich muss dann noch für das Studio. Aber die Frage beantworte ich hier noch. Nach Hause. Du gehst nach Hause. Du siehst deine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Du besorgst jetzt die vier Zeugen. Wenn du vier Zeugen dafür mitbringen kannst, dann ist ihre Strafverständigung. Erklär mir, wie das funktioniert. Wie gehst du vor? Wie gehst du vor? Du gehst nach Hause, deine Frau ist mit einem anderen Mann im Bett. Wie gehst du jetzt vor? Sag mal. Wenn du vier Zeugen hast, da gehst du zum Kalifen oder zum Richter. Wie gehst du vor? Sag mir, dass du vier Zeugen hast. Wie gehst du vor? Sag mal den Ablauf. Da gehst du eben zum Richter oder zum Kalifen. Ganz einfach. Du brauchst vier Zeugen. Wenn du in einem Dings lebst, wenn du in einem, ja. Vier Zeugen. Wie klärst du diese vier Zeugen? Ja, wenn die vier Zeugen dabei sind, dann kannst du zum Richter gehen. Wenn du sie nicht hast, dann kannst du nichts machen. Na, haula. Du bist gekommen, du stellst dich ein schlauer Bursche da und jetzt stellst du dich richtig dumm. Sei mir nicht böse. Guck mal. Was für schlauer Bursche, Bruder? Ich beantworte deine Frage. Du hast hier vorhin was behauptet. Ich will nicht drauf eingehen. Ich frage dich. Du gehst jetzt nach Hause und siehst deine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Nein, Fremden. Ja. Wie besorgst du jetzt die vier Zeugen? Wie gehst du vor? Erklär du besorgst mir. Keine vier Zeugen. Entweder du hast welche oder du kannst nichts machen. Ganz einfach. Aber guck mal, welche Frau, die fremd geht mit einem anderen Mann und sagt, ey komm, ihr Männer steht mal hier, schaut mal zu, wenn was passiert, ihr seid Zeugen. Wer macht sowas? Du gehst nicht zu irgendwelchen vier Männern. Wenn du vier Zeugen hast, dann hast du die. Wenn du die nicht hast, hast du die halt nicht. Ganz einfach. Ja, aber wie gehst du vor? Wie gehst du vor? Pressen, schau mal, es ist unmöglich, dass jemand vier Zeugen hat. Guck mal, du bist so ein intelligenter Junge, wir wissen das alle, aber das musst du ja selber sehen. Du musst jetzt nicht auf stur schalten. Das ist doch unmöglich, dass man vier Zeugen hat. Meistens ist es doch eine Sache zwischen drei. Der erwischt und die zwei, die es Ja, der Junge, die beiden erwischt und dann Frau und Mann. Also meistens drei Personen. Urban, ganz kurz bitte, Bruder. Guck nochmal. Ja. Du gehst nach Hause mit einem anderen Mann im Bett. Okay? Ja. Um ihr vorzumachen, um sie dafür zu beschuldigen, dass sie dir fremdgegangen ist, brauchst du hier laut dem Vers vier Zeugen. Richtig. Sonst wirst du gepeitscht. Ja, wenn du einer Frau, die nicht Unzucht begangen hat, Unzucht vorwirfst und dafür nicht vier Zeugen vorbringen kannst, dann wirst du gepeitscht, richtig. Du kannst gar keine Frau Unzucht vorwerfen, wenn du keine vier Zeugen hast, verstehst du es nicht? Das stimmt, ja. Das ist. Ja. Okay, jetzt gehst du nach Hause und siehst deine Frau, Entschuldigung, dass ich das dich als Beispiel nehme. Du gehst nach Hause, du siehst deine Frau. Ja, du kannst einfach sagen, irgendjemanden, ja. Wie machst du das? Sag einfach irgendjemanden, du musst jetzt nicht unbedingt jemanden als Beispiel nehmen. Ach so, du meinst, okay, irgendein Moslem geht nach Hause, sieht gerade seine Frau mit einem anderen Mann im Bett. Ja. Ja? Damit seine Aussage, das, was er hier vorwirft, dass sie ihm fremdgegangen ist, der Unzucht begangen hat, braucht er vier Zeugen. Wenn er das nicht hat, wird er gepeitscht. Wie geht er jetzt vor, damit er vier Zeugen hat? Wie geht man vor damit? Ja, eigentlich ganz einfach. Wer die vier Zeugen hat, da geht es um Richter. Und sie wird dafür bestraft. Wenn er keine vier Zeugen hat, dann kann er nichts machen. Dann sagt er zu dem Mann, ey, barakallahu fik, danke, dass du das getan hast. Bis nächste Mal, viel Spaß. Ich hoffe, du hast deinen Spaß gehabt. Tschüss, mein Lieber. Machst du so oder wie? Hat irgendjemand das behauptet? Nee. Dann ist das doch so, wenn du so sagst. Nee, du kannst die Frau halt nicht steigen lassen. Das ist das Ding. Bruder, darf ich mal eine Frage stellen, Gudi? Klar. Dressen, kennst du den Offenbarungshintergrund von diesem Vers, die Geschichte dazu? Nee. Also von diesem Vers, Sura 4, Vers 15 meinst du? Ja, genau. Diesen Vers, der da eingebaut ist. Anders kenn ich das nicht. Wann der kam, kennst du nicht. Ja, wenn du das kennen würdest, dann wären deine Fragen dann eigentlich praktisch jetzt durch. Also du könntest, also, naja, okay, alles gut. Ich wollte mal. Dann später an. Ja, danke schön. Ja, gerne. Oder Woody sagt es dir, wenn du ihn glaubst, und du kannst ja selber gucken. Ich kann dir auch die Adresse. Ja, ich kann sagen, sag einfach mal, was du bisher herausgelesen hast. Ich schaue es mir einfach später an. Es gibt ja die Hadithe dazu, zu diesem Vers. Gudi, soll ich das sagen oder willst du es mir später? Ja, sag einfach ruhig. Es gibt ja diesen einen Vorfall, ich habe nur den Namen vergessen, weil ich bin gerade mit Kindern, ich habe den Namen nicht. Es gibt ja diesen Hadith, dass hier Aisha der Sinner beschuldigt wurde. Ah, wegen dieser Situation, ja, ich weiß schon, Sie hatten ja nur einen Zeugen, ne? Und der Mohammed hat dann prompt diesen Vers bekommen, dass man vier Zeugen braucht.
So, und dann kam da noch die Geschichte mit der Steinigungsvers und so, aber im Groben war es... Ja, der Steinigungsvers ist dann viel später. Ja, genau, ja, okay, im Groben okay, war es dann die Geschichte, ja, das, dass sie dann nicht genug Zeugen hatten. Also es gibt auch ein Hadith. Ah, okay, ja, ich weiß schon, Es gibt auch ein Hadith. Kann sogar gut sein, kann sogar gut sein, ja. Aber, ja, ich will nicht bestätigen, wie gesagt. Es gibt auch einen anderen Hadith, wenn ich mich nicht irre, ja. Ich habe den mal gelesen, dass jemand zu Mohammed gegangen hat, zu ihm gesagt, ey, meine Frau ist mir fremdgegangen. Er sagt, wo sind deine vier Zeugen? Ich hab die nicht. Aber sie ist mir fremdgegangen. Er sagt, ohne vier Zeugen, du wirst gepeitscht, also verpiss dich. Und dieses verpiss dich wahrscheinlich nicht im Hadith, aber ja. Nein, also so jetzt gesagt, verpiss dich. Ja. Also, ohne vier Zeugen kannst du dich verpissen. Natürlich, so. Ja. Ja. Weil, Bruder, es geht ja um das Leben einer Frau. Ist ja nichts, einfach irgendwas Normales. Da kann ich ja, schon verstehen, dass man vier Zeugen braucht. Ja, du laut Islam, okay? Nach Islam jetzt, wenn man nach Islam geht, nach Koran, nach Allahs Wort. Du kannst eine Frau nicht vorwerfen, dass sie dir fremdgegangen ist, ohne dass du vier wahrhaftige Zeugen hast. Du kannst dir es schon vorwerfen, aber wenn du vor einem Richter gehst und dir, ganz kurz, Gudi, du kannst dir schon vorwerfen, natürlich im Privaten, aber wenn du zu einem Richter gehst und von ihm erwartest, dass er sie steinigen lässt und dann keine vier Zeugen vorbringen kannst, dann wirst du gepeitscht. Das stimmt. Das kann ich auch definitiv nachvollziehen, wenn es hier um das Leben einer Frau geht. Ja, es geht aber ja nicht nur darum, die Frau bekommt irgendwie zwei Monate Knast, es geht ja um das Leben. Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel zu ihren Eltern gehst, sagst ja, eure Tochter ist mir fremdgegangen, dann sagen die dir auch, bring mal deine vier Zeugen. Ohne diese vier Zeugen ist deine Aussage nicht wahrhaftig. Nee, hier geht's wirklich, wenn man zu einem Richter geht. Zum Richter geht? Wenn du zu einem Richter gehst und sagst, ja, die ist mir fremdgegangen. Darum geht's. Nicht um irgendwas Normales. Mhm. Ein also Richter ohne vier Zeugen? Was, Urban? Was ist, wenn du dich von ihr scheiden lassen willst? Brauchst du dann auch diese... Man hört dich leider sehr schlecht, Urban. Achso, Entschuldigung. Wenn man sich von ihr richterlich scheiden lassen will, braucht man im Islam einen Richter für die Scheidung oder kann man sich einfach scheiden lassen? Man muss definitiv zu einem Richter gehen, ja. Okay, und wenn ich jetzt zum Richter gehe und meine Frau hat mich betrogen und ich habe keine vier Zeugen, kann ich mich ja nicht mal scheiden lassen von ihr. Doch, scheiden kannst du dich auch aus einfach ganz anderen Gründen lassen oder einfach aus ganz normalen Gründen. Du kannst auch, sorry Urban, kannst du mal kurz... Ja. Du kannst dich auch scheiden lassen, indem du sagst, allerdings, ich bin mit dir einfach nicht mehr zufrieden. Das geht auch. Assalamu alaikum erstmal an die Muslime. Wa alaikum assalam. Also eine ganz kurze Frage, sonst heult ihr ja immer rum, dass angeblich ja eine Steinigung, guck mal die Frau, wenn sie Ehe bricht und so weiter. Und jetzt heult ihr rum, warum es keine vier Zeugen gibt, dass sie gar nicht bestraft werden kann. Der Einzige, der rumheult, bist du zu vier. Bruder, warum hast du ihn gekickt? Er soll woanders seine hier rumheulhaie erzählen. Oder der hat nur nicht rumgeholt, der hat einfach seine Meinung gesagt. Nein, so redet man nicht. Hier in Mainstream redet keiner so. Walla sogar heute noch. Er soll mal woanders rumheulen gehen. Aber du blamierst mich, komm mal, warte ganz kurz, sag mal kurz bitte. Du blamierst mich, ja? Komm mal hoch. Komm mal, du blamierst mich, komm mal hoch. Gudi, meine Frage an dich. Weil ich habe dir jetzt hier ein paar Fragen beantwortet. Denkst an was, glaubst du? Das interessiert dich nicht. Schwester, schön mit diesem Goodie reden, weil der macht doch ja, was ist denn das? Ganz kurz, ganz kurz, Geschwister, Bruder, es tut mir leid, ja, danach gehe ich runter, weil der wird nicht lange gegen mich aushalten. Du hast deine Frau im Bett erwischt, du hast deine Frau mit einem anderen Mann im Bett erwischt. Nein, das macht deine Frau, weil du bist ja Atheist. Aber weiter? Was erzählst du das? Was machst du denn? Sag mal. Okay, du hast ja auch, wir gehen Step by Step, okay? Geschwister, bitte nimmt alle auf. Damit er sich blamiert. Also, okay, du hast ja vorhin geredet über... Was seid ihr für Menschen, Mann? Was seid ihr für Menschen? Du hast ja geredet, Menschen? Ganz kurz, habt doch keine Angst, dass ich oben bin. Habt keine Angst, bleib chillig. Urban, lass sie mal kurz zu zweit reden. Die haben gesagt, ja, die wollten es. Gudi wollte es ja auch. Du redest kein Wort von dir aus. Du machst deine Kamera an, sei leise. Du philosophierst hier nicht, du machst deine Kamera an, du liest mal von den Quellen vor, komm. Sonst, ich schmeiß dich raus. Philosophien lassen wir mit dem Steinigungsvers. Es fing ja so an, okay? Der Steinigungsvers im Koran, was abrogiert ist. Und darauf bist du stumm, wieso hast du Angst vor mir? Rede doch mit einem Mann. Guck mal, du einfach nur reden, lass dich nicht. Okay, ich du rede. Du musst mir Quellen okay, zeigen, komm. Ich bin dran. Okay? Mach deine Kamera an oder egal wie, Screenshot, okay. Oder immer zwei Quellen. Gut. Mach mal diese Zeit an. Weißt du, wie es geht? Nein, brauch ich nicht. Ja. Damit's besser. Gudi. Also Leute, guck mal ganz kurz, eine einfache Frage. Er hat gerade angefangen mit Abrogation. Wo ist der Steinigungsvers? Dies? Deine Quellen und rede nicht viel. Was hast du? Was ist denn?
Zeig deine Quellen und rede nicht. Ja gut, die machen wir ein bisschen mit Dings. Nein, der Vers ist klar und deutlich. Guck mal, der ist so ein Feigling. Du hast so Angst vor mir. Ich hab dich jetzt hochgeholt, ja? Ich hab keine Angst vor dir. Du bist ein Niemand für mich, okay, Abu Sufyan? Okay? Zeig deine Quellen und philosophiere nicht. Okay. Oder beim besten Willen, du hast gerade nicht reichlich philosophiert. Es ging um die Abrogationen. Es ging um die Abrogationen. Welche Arten von Abrogationen gibt es? Bitte schön. Interessiert dich nicht. Erzähl mir jetzt. Wie viele Arten gibt es von Abrogationen? Du bist dran. Abrogation bedeutet einfach, wenn ein neuer Vers kommt, dass der alte, was Allah gesandt hat, abgehoben wird, weil ein neuer Vereinbarung, ein neues Deal da ist. Das ist Abrogation, mein Hobby. Und Sure 9, Vers 5 ist der letzte abrogierte Sure. So. Nein. Doch. Nein, der letzte abrogierte Vers ist Sure 60, Vers 8 bis 9. Sure 9, Vers 5. Nein. Sure 60, Mach mal Vers Sure 9, 8 Vers 5 9. auf und lies mal, was da steht. Ja, hab ich schon. Ja, was steht Können da? Wir gerne machen? Was steht da? Interessiert von Ibn Kathir? Da wird halt einfach, Oma, da werden diese ganzen Regeln erklärt. Sure 9, Vers 5. Ja, da werden diese ganzen Regeln erklärt. Was steht da? Ich frag dich jetzt nochmal. Ja. Vorbei sind, sowas steht da irgendwas. Willst du hier philosophieren oder willst du zuhören? Dankeschön. Gibst du mir jetzt eine Antwort? Ja, natürlich. Wenn du mal kurz ruhig bist. Also, da werden diese ganzen Regeln erklärt, wie man im Krieg vorgehen sollte. Und da gibt Allah den Befehl, gegen die Götzendiener, die den Propheten bekämpft haben, zu kämpfen. Darum geht's da. Nicht um. Okay, haben die Christen anderes. Und Juden den Propheten bekämpft? Natürlich, ja. Natürlich ja oder natürlich nein, habe ich nicht gehört. Ich habe natürlich ja gesagt. Bruder, darf ich mal fragen, wer den Propheten in Spanien bekämpft hat? Warum kommt ein Araber bis nach Spanien? Erklär mir das mal. War der Prophet in Spanien? Guck mal, ihr erkennt einfach an islamische Länder, wenn man einfach auf die Landkarte schaut, dass die immer aneinander gegrenzt sind. Weißt du, die sind so grenzt aneinander. Das heißt automatisch, dass der eine Araber den anderen Araber an welches Land grenzt denn Indonesien, Bruder? Ja, und da gibt's wie viel Prozent ja, siehst du? Da? Wie viel Prozent gibt's da? Siehst du? Bruder, 200 Millionen Muslime sind da. 200 Muslime? Guck mal diese islamische Länder aber an. Afghanistan also, zum Beispiel. Ja, also gibt es auch Länder, die nicht aneinander grenzen. Das ist das Beispiel. Bruder, du laberst hier die ganze Zeit Quatsch, Bruder. Was willst du hier? Wohl aber ich Quatsch. Ich komme mit den Quellen hier. Suchen euch ja, mit welchen Quellen denn? Erklärung. Dann bring mal bitte Quellen zu Indonesien. Erklär mir doch erstmal Sure 9, Vers 5. Warum haust du ab? Hab ich schon. Was war deine Erklärung dazu? Da steht, wenn die Schutzmonate vorbei sind, man soll die Götzendiener töten. Sind die Götzendiener ja, Bruder, aber es geht hier um eine Kriegssituation, nicht um jemanden im Alltag. Wo steht, dass da eine Kriegssituation ist? Das steht, wenn die Schutzmonate. Das heißt, das wenn steht im Kontext, Bruder. Auch im Tafsir von Ibn Kathir, Bruder. Das geht so wie in Ibn Kathir. So, ja, Kontext geht es darum, Bruder, da steht sogar explizit, bekämpft die Leute, so wie sie euch bekämpft haben. Ja, nee, du willst mir sagen, nicht, oder dass was? Ein Mensch wie Ibn Kathir Allah erklären muss. Bruder, da steht sogar im Kontext, was redest du für ein Quatsch? Warte, ich dachte, Allahs Buch ist vollkommen. Ja, das steht sogar da drin, Bruder, das steht sogar im Buch. Warum wir können mal gerne lesen, warte mal kurz. Erklären. Ich bin selber Ex-Muslim, mir brauchst du nichts vorzumachen. Ja, du hast aber leider keine Ahnung gerade. Ich hab keine Ahnung, dann gib mir eine Erklärung. Okay, wir lesen mal. Warte kurz. Guck mal dazu. Wir lesen mal in Vers 4, mit Ausnahme derer von den Götzendienern, mit denen ihr einen Vertrag geschlossen habt. Und bekämpft sie, wie sie euch bekämpft haben. Also liest doch bitte den Kontext auf. Was gibt es im Islam? Entweder Kopf oder Schutzgeld oder du nimmst Islam an. Bruder, in Sure 8 steht sogar, bekämpft sie, wie sie euch bekämpft haben. Also liest du überhaupt den Kontext? Oder willst du nur Quatsch erzählen? Welche Suche nochmal? Sure 9, Vers 8. Sure 9, Vers 8. Okay, jetzt liest man genau dieselbe Sure, Vers 29. Dieselbe Suche. Ja, ich kenne das. Mit Uzair und Al-Masih, meinst du das? Nein. Oder du sogar die Verse kennst. Ich kenne sogar den Verse. Ja, aber du wurdest so oft auseinandergenommen, dass du die Verse kennst. Ja, von wem denn? Erzähl mal ein bisschen, von wem denn? Schon allein die Tatsache, dass du diesen Vers kennst, das heißt, man hat dich schon mit diesem Vers etliche Male geschlachtet, sage ich mal. Ja, von wem denn? Erzähl mal, von wem denn? Weiß ich nicht, aber dass du den Vers kennst. Ja, siehst du, Bruder, du laberst hier nur Quatsch. Leute, hast keine Ahnung. Und wirst nur Quatsch sehen. Leute, hier geh ist mal ein weg, islamischer Stream, ja. Wo ihr euch nur beleidigt und angreift. Bleibt doch es. Ja, Bruder, der beleidigt doch. Der kommt rein, beleidigt, labert Quatsch. Nimm mir eine Beleidigung aus dem Mund. Hier gibt's keine, ich blamier dich, wie die Muslime. Die denken alle, das ist immer ein Boxkampf. Ja, genau. Urban sagt schon.
Dankeschön, Robert. Dann bitte erklär mir nochmal die Sure 9, Vers 5. Was ist dieser Schutzmonat? Welcher Monat ist das? Ja, es geht hier um die Schutzmonate. Welcher Monat ist das? Ja. Darf ich kurz? Oder willst du mir nur dazwischen gehen? Du machst mir einen Satz darauf. Das ist eine Antwort. Das ist nur ein Wort, ist das. Welcher Monat ist das? Nee, es ist nicht nur ein Wort. Es geht um die heiligen Monate. Es geht um Ramadan. Okay, welche Monate sind das? Sag mir das mal. Es geht hier um Ramadan, Bro. Okay, Ramadan. Das heißt, wenn Ramadan vorbei ist, können wir alle umschlachten. Was? Wenn Ramadan vorbei ist, dann heißt ja, die Schutzmonate ist vorbei. Richtig. Und nee, Ramadan und die Monate danach, soweit ich weiß. Es geht ja 4 Monate. Hast du genauere Quellen oder nicht jetzt? Das steht halt da drin. Das steht auch bei Ebene 4. Nenn mir den Schutzmonat, also nenn mir den Monat. Welchen Monat? Ramadan weiß ich. Und die anderen Monate? Das steht Ramadan. Also nur Ramadan ist der Schutzmonat. Ja, Ramadan, richtig. Ja, warum hast du gerade einfach eine Lüge erzählt, dass das mehrere Monate sind? Du erzählst hier die ganze Zeit Ding, Bro. Warte ganz kurz, wieder. Ich erzähl dein Ding, ich komme mit deinen Quellen. Guck mal, ich wäre kein Ex-Moslem, ja, welche Quellen wenn ich nicht mit islamischen Quellen dich auseinandernehmen würde. Sorry, aber geh mal bitte einfach auf Bro, die Frage ein. Welchen Monat war das? Also Ramadan. Tamam. Wenn Ramadan vorbei ist, was musst du als Moslem machen, laut Allahs Befehl? Es geht hier nicht um die Muslime allgemein, es geht hier um den Propheten, der die Götzendiener, die ihn bekämpft haben, bekämpfen muss. Tamam. Aber ich dachte mir, meine Glaube dir deine Glaube. Ja, aber nicht, wenn die Leute ihn bekämpfen. Aber wie? Du hast den Vers gerade genauso zitiert wie Ex-Muslim. Du musst auch schon weiterlesen bei den Versen. Das steht, Bro. Diskutiert mit den Leuten der Schrift auf die beste Weise, außer derer, die übertreten. Also, du musst auch schon die Verse richtig zitieren. Okay. Guck mal, wie der ist. Vielleicht nicht jetzt der einzige Ex-Muslim hier. Es gibt etliche Ex-Muslimas, Gott sei Dank. Ich auch. Und willst du mir jetzt sagen, dass wir alle irgendwie Trottel sind? Dass wir alle irgendwie den Koran, den Islam falsch verstanden haben? Habe ich dich gerade als Trottel bezeichnet? Nein, es gibt natürlich ein, zwei Ausnahmen. Aber willst du sagen, dass alle Ex-Muslims, die auf dieser Welt gibt, den Islam falsch verstanden haben? Willst du mir sagen, dass alle 2 Milliarden Muslime den Islam falsch verstanden haben? Guck mal, 2 dann Milliarden. Dann erklär mir, warum siehst du? Später kommt. Warum kommt das 600 Jahre später? Und das Einzige, womit er sich rechtfertigt, ist, das war nicht Jesus, der gekreuzigt wurde, das war ein anderer. Ja, guck mal, jetzt will er vom Thema blenden. Warte, lass mich bitte zu Ende reden. Okay. Du willst mir sagen, dass Allah Millionen von Menschen, die in diese 600 Jahre an Jesus geglaubt haben, die das gesehen haben, in die Hölle landen lässt? Nur weil er das vertauscht hat, das war ein anderer, der gute Frage. Es ist unter Gelehrten tatsächlich, ich kenne leider die genaue Quelle nicht, aber das sagt Ibn Taymiyyah, vielleicht kann mir mal die Quelle sagen. Ibn Taymiyyah sagt sogar, dass die Leute, die in den Jahrhunderten gelebt haben und dann daran geglaubt haben, dass Jesus gekreuzigt wurde, aber trotzdem nur Gott angebetet haben, dass sie ein Ding sind, dass sie eine Entschuldigung haben, dass sie nicht in die Hölle kommen. Das sagt also die 600 Jahre, wo Islam nicht kam, die haben eine Entschuldigung, die kommen nicht in die Wenn Hölle. Wenn die nur an die Kreuzigung geglaubt haben und trotzdem Monotheisten waren und nicht an 3 Götter geglaubt haben, ja. Okay, wo steht das? Kannst du mir bitte jetzt sofort diese Quelle nehmen? Das ich kann es mal genau raussuchen, das sagt Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, bring mal Zahlen, bring mal richtige Quelle. Kann ich mal kurz aussuchen, wenn ich es habe. Warte mal kurz. Lass dir ruhig Zeit. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Ich würde gerne das Zeugnis von Username hören, wenn ich... Schwester, ganz kurz, kannst du dich ein bisschen gedulden, Schwester, wenn es geht, bitte? Hi, servus, Menes. Weiter, Jan. Ich habe kurze Frage, wer sind alles hier Ex-Muslim? Der Horst, Mr. X. Hier steht. Und der über mir auch. Der über dich steht. Der ist doch auf dem Bildschirm, oder nicht? Wie lange warst du auf dem Bildschirm? Ja, sorry. Ich war 23 Jahre lang Moslem. Aus welchem Land kommst du, wenn ich fragen darf? Ich bin Afghaner. Ist Afghaner? Afghaner? Farsi Baladi? Du Farsi Baladi? Are. Du Afghani oder Irani? Widerlegt, warte ganz kurz. Widerlegt. Irani? Are. Und mach bei Allah etwas darin, du? Are. Du Shia oder Sunni? Du rufst nicht. Sunni. سونی کافی ایرانی نواد درصدشون شیان کسی نگو از کجا ایرانی؟ تو بس آخ شیه و شکم برای ما کسی دیگه ما کسی رو توش هم دوست فشین؟ یا غیره یا واسه ای فاگ
Bro, wo ist deine Quelle? Ja, ich such die gerade raus, Bro. Ja, ich habe nicht alles direkt zur Antwort, sorry. Naja, Leute, ich habe gerade mich kurz auf Persisch, Afghanisch, wie auch immer, mit denen unterhalten und gesagt, Bro, wie kannst du an das noch glauben, Alter? Ich schwör's dir, der hat einfach nur gelacht, da kam nichts. Ja, guck mal, wie er lügt. Was hast du gesagt auf Persisch? Dann sag das. Du hast gesagt, warum glaubst du daran? Ich habe gesagt, ja. Du hast mir keine andere Frage gestellt, oder warum lügst du? Ich habe gesagt, wie kannst du noch daran glauben auf Persisch, aber ist nicht ja, schlimm. Deine Quelle, ich warte immer noch. Ja, ich suche gerade raus, Bro, ich habe nicht alles direkt zur Hand. Wer glaubt an was? Gudi ist doch kein Moslem. Hm? Was? Gudi ist Ex-Moslem. Ja. 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 Widerlegt. Bist du Pashtun? Nee. Nicht? Kabuli. Woher kommst du eigentlich? Das sagt schon einiges so. Ich frag das sagt schon einiges so. Ja, Hoppe, ich bin Kabuli. Das war ja, Bruder. Jungs, wartet mal ganz kurz. Widerlegt. Ja, gut. Ja, ich vergiss das nicht. Ich warte immer noch auf seine Quelle. Ja, ja, ganz gut. Warte kurz, ich suche gerade raus, Habibi. Er hat Sure 5, Sure 9, Vers 5 hast du ihm gegeben, Mr. X, richtig? Bruder, ich habe so viele Suren da, Alter. Ich schwöre, ich muss noch mal. Gut, warte ganz kurz. Er hat gesagt, das ist, um sich zu verteidigen, richtig? Das geht hier um die Kriegsverteidigung. Um die Schutzmonate und sich irgendwie um zu verteidigen. Ja, warte, bitte. Nee, es geht hier. Ich habe nicht Verteidigung gesagt. Ich habe gesagt, dass der Prophet die Leute bekämpft, die ihn bekämpft haben. Das habe ich gesagt. Nichts anderes. Dass diese 6 Monate, wo Islam nicht da war, diese 6 Monate. Ah, du sagst. Ah, okay, sorry. Ich habe gerade. Sorry. So, das, die kommen nicht in Hölle. Sorry. Du hast gerade sogar die Quelle reingeschrieben. Warte. Das ist im Buch Al-Jawab, Al-Sahih, Limana. Ja, das hier reingeschrieben. Dieser Islam. Jetzt zeigst du mir das einmal bitte. Also mach mal dein Bildschirm an, zeig mir das einmal. Nee, das kannst du ruhig selber nachschauen. Ich bin nicht dein Papa. Bro, ich kann jetzt auch irgendeine Quelle aus deinem Arsch ziehen und dir sagen. Ja, das ist die Quelle. Kannst du dir selber nachschauen. Ich bin kurz auf Studie angehen. Widerlegt. Du hast doch von Sure 9, Vers 5 den Tafsir von Ibn Kassir aufgemacht, richtig? Ja, schon mehrmals. Ich möchte von dir bitte ganz kurz und jetzt mal im Ernst wissen, weil ich denke, du hast auch diese deutsche Kinderübersetzung, ja, Kinderbuch hast du vor dir. Steht das auch da, dass Mohammed gesagt hat, dass es ihm befohlen worden ist, die Menschheit so lange zu bekämpfen, bis die Schahada aussprechen und wer das nicht tut? Ah, diesen Hadith meinst du, ja. Nein. Das ist auch in den Tafsir auf Arabisch, habe ich mir gerade angeschaut, steht auch da. Ja, das ist aber ein Hadith, ja. Das ist aber ein Hadith. Nein, warte bitte, Urban, warte ganz kurz, bitte wartet kurz. Ich mache ihn jetzt groß, er soll sein Tafsir, was er vorhin von Sure 5, Vers 5, ja, sich durchgelesen hat. Ich möchte wissen, ob diese Sachen auch bei ihm stehen oder nicht. Weil ich bin 100% sicher. Ich habe es gerade auf PC bei mir, das steht da nicht. Das steht da nicht. Ich sage doch dir, ihr habt alle diese deutsche Übersetzung, das ist genau wie Leute, ja, die manipuliert werden sollten. Guck mal, warte. Er hat recht. Wir können nochmal. Willst du sagen, dass eine Übersetzung, Allahs Botschaft, Allahs Wort irgendwie sowas verändert? Ja, Mr. X. Warte mal bitte ganz kurz. Kannst du mal kurz rufen, Mr. X? Ja, ich rede gerade mit Rudi. Guck mal, mein Lieber, noch einmal. Steht in den Tafsir von Ibn Kassir zu Sure 9, Vers 5 diese Aussprache von Mohammed drin oder nicht? Diese Hadith steht da nicht drin. Ne? Warum steht es bei mir auf Arabisch drin? Welches Buch hast du denn gerade? Guck mal, ich gebe dir eine App. Ich zeig's dir jetzt, okay? Ah, wo deine App. Hast du denn das Buch vor dir? Eine Seite. Ich zeig dir kurz eine Seite, dann kannst du dir nachschauen, okay? Ja. Okay, du kannst auch nachschauen. Ich habe auch das Buch irgendwo bei mir zu Hause. Nein, ich muss so raussuchen. Guck mal hier. Ich zeig das immer wieder, okay? Warte, ich mach mich groß, damit alle sehen. Okay? Leute, macht einen Screenshot, schreibt euch auf. Ja, Bro, okay, aber das ist keine große Autoritätsseite, Bro. Das ist eine, warte kurz, geh auf die Seite, schau nach, ja, wenn du sagst, diese Seite ist für Sunniten keine authentische Seite, ja, ich beende jetzt den Stream, ich mache nie wieder ein Live. Das ist halt keine große Autoritätsseite, Bruder. Sorry. Geh doch rauf, schau nach. Ja, was soll ich auf der Website nachschauen, Bruder? Das heißt, keine groß bekannte Seite oder groß anerkannte. Doch, das ist eine bekannte Seite. Das ist keine groß anerkannte Seite. Hier steht auch, dass dieser Vers allzeit gültig ist, somit auch nie für eine Zeit begrenzt ist. Das hast du auch vergessen zu erwähnen. Nee, das steht da nicht drin. Ich habe gerade eben Kaffee vorgebracht. Hör zu, guck mal, du bist hier. Ich möchte dir
guck mal, mach ein Screenshot, ich bitte dich. Ich hab's gerade geöffnet, ja. Okay. Die Kamera aufmachen, ich zeige dir, wie du das machen sollst, dann kann ich es dir auch gleich erklären. Ja, mach. Okay, ich mach dich groß, mach deine Kamera an. Okay? Hab ich. Okay. Geh auf das, guck mal, links, da steht, nee, links von dir, auf, komm, das ist unter diese Fans, ja, diese grüne, das grüne, drück mal einmal drauf. Auf welches, Bruder? Genau da, Maus hoch. Oder kannst du auch links, warte ganz kurz. Was steht da ganz links unten? Ach, Deutsch, okay. Bruder, ich drück mal Deutsch. Nein. Hast du Deutsch gedrückt? Also, was soll ich machen, Bruder? Ich weiß da, nicht. Unten links das grüne, steht da Tastiere oder so drauf? Ich sehe voll schlecht. Ja, ich sehe auch voll schlecht, Bruder, ich habe gerade Kamera vor mir. Drück mal auf diese grüne Dings hier, Balken, das große, unter diese zwei Fernseher auf deinem Bildschirm. Also das hier? Ja, drück mal auf. Okay. Okay, geh mal jetzt kurz rechts. Ich muss die Seite sehen. So, ich kann gerade nichts sehen. Siehst du alles? Ja. Du kannst ein bisschen nah zoomen. Rechts steht. Warte kurz. Mach mal hoch ein bisschen. Okay. Guck mal, das rechte orangene Balken, da ist das. Oho, Bruder, du bewegst so viel. Ja, sorry, Bruder. Ja, guck mal, rechts, dieser Balken, diese Orange, da musst du Dings hier den Vers, die Sura erstmal raussuchen. Rechts oben. Ja, ich weiß schon, Bruder, ich weiß schon. Ja, geh mal rauf, geh auf Sura 9. Du musst diesen Pfeil drücken. Ja, geh auf Sura 9. Na, Tauber. Ja. Und der linke Balken davon von oben, da gehst du auf Vers 5. Du warst also hier, oder was? Der. Ja, ja. Jetzt auf Nummer 5. Ah, ja. Okay. Und ganz, warte ganz kurz. Oben, über diese orangene Dings, sind zwei schwarze Balken, siehst du? Nicht da links. Die hier, meinst du? Eine. Warte, was steht da kurz? Kannst du ein bisschen zoomen? Ich sehe voll schlecht, wirklich. Tafsir, ja. Ja, genau, Tafsir. Drück mal darauf. Tafsir, ja. Komm mal runter. Eine hoch, das ist Ibn Kassir. Ja, soll ich? Ja, drück auf. Okay. Da sind auch andere Geläte, okay? Ja, ich weiß schon, Kannst du das hier für dich alles übersetzen, dann wirst du sehen, kann ich machen, was in deine deutsche Sprache steht. Ja, dich finden. Gianni, hallo, ja. Wo ist der Afghaner? Die Seite und du kannst nachrecherchieren. Wo ist er? Ja, Bro, ich weiß schon, dass es da steht, aber das ist halt keine groß anerkannte Seite. Das ist eine anerkannte Seite. Das war die Seite schon längst offline. Ja, sonst wäre diese ganz offline. Bro, es gibt 100.000 Seiten, wo in Geschichtsaufsicht stehen. Aber warum? Schaut er nicht so. Ja, dann lässt Allah sein Buch zu welchem Punkt, Alter. Dann kann ich auf seine Botschaft aufpassen, Alter. Das sagst du automatisch. Also, Allahs Wort kann verändert werden und auf Internet kann irgendein Mist erzählt werden. Bro, wen willst du verarschen, Alter? Bro, es gibt auch 1000 Seiten, wo irgendwelche komischen Sachen stehen. Ja, dann vergleich diese Aussage mit einer anderen Seite, was du für Autorität. Es hat keine große Autorität, Bro. Ibn Kathir ist keine große Autorität, genau. Quatsch. Nee, die Website ist halt keine große Autorität. Du brauchst auch keine Strommänner hier bringen. Ja. Nicht, Alter, das ist eine arabische Seite, Muruk. Ja, natürlich, es gibt auch irgendwelche arabischen Seiten, wo Pornos draufstehen. Ist deswegen eine große Autorität oder was? Boah, Leute, redest du überhaupt nicht, Alter. Afghanistan. Andersrum. Dresden soll uns doch mal eine Seite geben, wo wir gucken können. Eine sehr große Seite ist zum Beispiel alem.org. Wo ist der Bruder aus Afghanistan? Wo ist der? Kannst du mal kurz ruhig sein, Rayan, bitte? Rayan, sei mal kurz bitte leise. Kurz. Dankeschön. Guck mal, widerleg. Wo ist der Unterschied zwischen alem.org und... Okay, entschuldige. Aber eine Sekunde, danach könnt ihr reden, ich geh auf Sturm. Widerleg, guck mal, mein Lieber. Ich kenne dich nicht persönlich, ich habe nichts gegen dich, ich hoffe, du hast auch nichts gegen mich, ja? Nee, überhaupt nicht. Guck mal, wenn einer kommt, hier vernünftig redet, er kann sich lange bei mir unterhalten. Ich habe gar kein Problem damit, okay? Ich hab dir jetzt... guck mal, die Seite zeigt hier immer noch auf Bildschirm. Ich habe dir gegeben, ich habe dir gezeigt, wie das geht. Du kannst jetzt für dich selber entscheiden, ob du noch bei deiner Seite bleibst, deine eigene Seite, das Kinderbuch, ja, wo es nicht alles erklärt drin ist, ne, damit deine Augen nicht aufgehen. Jetzt hast du die Seite auf Arabisch und du kannst auch schön übersetzen und nachrecherchieren, was in diesem Vers gerade angeht, okay? Und wenn du das, was ich dir gesagt habe, was Mohammed befohlen ist, wenn du nicht siehst, von dieser Seite, was ich hier gegeben habe, komm zu mir, sag Judy, du bist ein Lügner. Bruder, ich weiß schon, dass es da steht, ich habe auch nicht verlangt, dass das steht. Ja, aber auf deiner Seite steht das nicht. Groß Autorität. Nein, die Sache ist, auf deiner Seite steht das nicht. Damit du die Wahrheit nicht erkennst. Ja, weil das auch nicht im Tafsir drin steht, Bruder. Doch, von Ibn Kassir steht drin auf Arabisch. Ich habe mal das Buch irgendwo, bei mir zu Hause, ich muss mal später raussuchen, weil ich jetzt nicht genau, wo es ist. Ja. Aber das steht halt im Tafsir nicht drin.
Ja, aber guck mal, in arabische Tafsir steht es drin. Ich habe auch die Bücher gelesen, Bro. Habibi, schon, was hast du arabisch gelesen? Nee, Bruder. Die lügen dich doch nur an, die verarschen dich. Lies mal das Arabisch. Bruder, was für Lügen? Ja, ja, guck mal, Imam und so, diese grüßen Lügen, ich sage dir, sechs Moslems. Bruder, du hast ja, jeder ist hier alles übersetzt. Der liest hier Koran, aber der versteht nur, der kann nur das Arabische lesen, er versteht kein Wort. Frag dir mal, was Wasser auf Arabisch heißt, Alter. Das weiß er nicht. Verstehst du? Oder da ist Lost. Ich schwöre, der klappert einfach. Verstehst du Hebräisch? Verstehst du Hebräisch? Warte kurz. Verstehst du Hebräisch? Hebräisch? Verstehst du Hebräisch? Bist du Christ? Die Bibel wurde in drei Sprachen geschrieben. Ja, verstehst du Hebräisch? Verstehst du Hebräisch? Lese ich die Bibel auf Hebräisch? Ja, siehst du? Ich lese auch den Koran nicht auf Arabisch. Arabisch. Also, was ja, du weißt nicht mal, was Wasser heißt. Weißt du, was Wasser heißt auf Arabisch? Nee, weiß nicht, ich bin kein Araber. Ja, aber sei ruhig, Alter, was nützt dir dein Buch? Verstehst du Hebräisch? Nee. Also, guck mal, der ist jetzt ruhig, der kann nicht mehr reden. Bruder, was redest du, was für ruhig? Mr. X, ganz kurz, Leute. Doch, jetzt Bruder, Mr. X, was redest du für einen Quatsch, Alter? Bruder, du liest ein Koran, wo du nicht mal ein Wort verstehst. Nee, bist du behindert? Verstehst du Griechisch? Verstehst du Hebräisch? Verstehst du Aramäisch? Ich lese aber keine andere Sprache, ich lese. Wartet mal ganz kurz, bitte. Genau, ja, ich lese auch nicht den Koran auf Arabisch. Ich hab dich doch gestummt gerade, entspann dich doch aber mal bitte ganz kurz. Aber behaupten ja nicht, Habibi, dass man... Hey, Urban, du bist dran, du wolltest was sagen. Darf ich mal ganz kurz fragen, warum diskutiert ihr jeden Tag über Religion, Islam, warum? Bruder, ich bin ja eigentlich reingekommen, um mit ihm zu diskutieren, ich bin einfach nur reingekommen, um zu reden. Urban ist dran, versteht ihr den Geist? Ich wollte nur dazu sagen, dass auch Christen behaupten ja nicht, dass man Griechisch nicht übersetzen kann, dass die Übersetzung der Bibel von Griechisch ins Deutsche nur eine Deutung ist. Es sind die Muslime, die behaupten, der Koran kann nicht übersetzt werden, es ist nur eine Korandeutung. Somit können wir auch von den Muslimen verlangen, wenn ihr einen richtigen Koran lesen sollt, müsst ihr ihn auf Arabisch lesen. Wir können das von euch verlangen, ihr könnt das von uns nicht verlangen. Das ist der Unterschied. Genau. Kann ich mal kurz reden? Ja, kann ich kurz. Wir haben Manuskripte. Zweitens, wir lesen kannst eine Übersetzung. Wir verstehen, was wir da lesen. Kannst du mal kurz ruhig sein, Mr. X? Ich will kurz auf. Wow, eine letzte Frage, dann bin ich für immer ruhig. Wie alt bist du? Was juckt dich das genau? Einfach was so. Das hier zu sagen, ich will es wissen. Du kannst dich auch anbieten. Sag mir doch einfach dein Alter. Bruder, das hat hier nichts mit dem Thema zu tun. Wow. Also warum willst du mein Alter wissen? Bist du 20 oder jünger? Bruder, ich rede jetzt nicht über mein Alter, ich will auf Urban antworten. Bro, beantworte doch mir diese simple Frage. Dann, aber warum diskutierst du eigentlich? Beantworte doch diese simple Frage, ich bin 25, so. Ja, schön, ich will aber gerade mit Urban reden, nicht über mein Alter. Komm mal, ey, kannst du mal kurz ruhig sein? Ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute, Ryan. Ich will mal kurz noch auf Urban antworten. Danach verabschiede ich mich auch. Und wir sehen uns. Warte, Ryan, warte kurz, ich hab für dich was. Wer redet denn? Judy oder was? Ey, Judy, ich kann dich nicht ernst nehmen, weißt du warum? Weil du bist ein Schiite. Und Schiiten lügen den Propheten nicht und die Sahaba. Bro, ihr könnt beide kein Arabisch, ihr liest beide ein Wort, ihr nicht mal ein Wort versteht. Ihr könnt beide mir nicht sagen, was Wasser auf Arabisch heißt. Ja, ihr seid lost, ihr seid verloren. Ohne Jesus seid ihr verloren. Ohne Jesus bist du verloren. Hat er mir dabei gebetet? Jesus, ihr habt mich nicht. Verstehst du Hebräisch? Ey, Judy! Judy! Mr. X, bitte, lass mich mal kurz mit ihm reden. Ich bin die ganze Zeit ruhig. Jungs, lass mal Mr. X gehen. Sorry, lass Judy reden. Judy! Geh mal kurz bitte leise, geh mal stumm. Judy, du bist ein Schiite. Schwör auf den Prophet. Du hast alle, was mit dem Propheten zu tun hat. Und deshalb schießt du hier die ganze Zeit. Du hast. Schwör auf Allah, ich bin Schiite. Schwör auf Allah. Schwör auf Allah, Kaugummi Erdbeergeschmack. Schwör auf Allah, ich bin links hier Schiite. Yalla, komm. Du bist aus der App raus. Schwör auf Allah, ich bin Schiite, komm. Der Allah, ist euch ein Kaugummi. Ihr kaut ihn, wenn ihr sorry, wollt. Sorry, Dings. Ihn raus, sorry, Gudi. Kann ich mal kurz auf Urban antworten? Ich muss danach sowieso auf. Ja, kannst du. Ich muss dann noch in das Studio. Urban, zu dieser Aussage, die du gesagt hast. Diese Aussage wird tatsächlich sehr oft von diese Aussage kommt von einigen Gelehrten, die wird tatsächlich sehr oft falsch verstanden. Und zwar, wenn die Gelehrten sagen, dass man den Koran nicht eins zu eins ins Deutsche übersetzen kann, meinen sie nicht, dass man allerdings unbedingt Arabisch lernen muss, um den Koran lesen zu können. Das ist Quatsch, das ist etwas, was viele Muslime behaupten, was aber nicht stimmt. Man kann den Koran schon übersetzen. Und man kann den auch auf Deutsch verstehen. Kann ich mal kurz reden? Kurz gleich auf.
Ja, ich wollte. Aber das bedeutet, was die Gelehrten damit wirklich meinten, ist, dass man nicht eins zu eins den Sinn verstehen kann. Nicht, dass man nichts vom Koran verstehen kann. Das ist Quatsch. Ja, aber also, du liest das auf Arabisch und du hast bis jetzt kein Wort verstanden. Leute, bitte, bitte, lass ihn doch ausreden. Darf ich jetzt begrüßen? Alles gut. Bist du fertig? Oman ist wirklich korrekt. Oman ist wirklich korrekt. Bist du fertig, Dressing? Ja, ich bin fertig. Erstmal Gottes Segen an alle meine christlichen Brüder und du, mein lieber Ebonita. Wer ist ein Ebonita? Du. Ich bin kein Ebonita, Bro. Doch, bist du. Ich bin Muslim. Ja, du bist Muslim, aber wer war Baraka? Baraka war ein Ebionita. Richtig. Weil ich Baraka. Und war das nicht ein, war es nicht einer der ersten, die Mohammed gefolgt hat? Das war einer der ersten, die dem Propheten Mohammed gefolgt sind, ja? Doch, ja. Nein, er ist gestorben als Nicht-Muslim. Ja, ansonsten muss er Pläne zeigen, wo Al-Waraka-Dings hier seine Schade gesprochen hat. Nein, er ist als Ebionita gestorben. Ich habe die Biografie von Baraka zu Hause. Doch. Was Baraka angeht, er ist dem Propheten gefolgt. Aber es gibt. Warte, ich war noch darf nicht. Darf ich mal kurz ausgehen? Ich war noch nicht fertig gewesen. Guck mal. Okay. Warum hatte Mohammed ja 3 Jahre keine Prophetien mehr bekommen, als Baraka gestorben ist? Erklär mir das mal. Bin ich schon gelehrt? Du hast vorhin große Presse gehabt, ja? Unter den Kommentaren. Jetzt frage ich dich. Warum hat Mohammed keine Prophetien bekommen, ja, als Baraka gestorben ist? Wo habe ich genau eine große Fresse gehabt, Kyria? Ja, vorhin, wo Christus und so da war. Du meinst es doch, du hast die alle widerlegt und sowas. Wo genau? Ja, ich habe das über Kitab al-Haq gesagt. Christus. Du warst doch bei Christus drin. Das war nicht bei Christus, das war bei Dibes um Hadith. Hä? Ja, Christus war doch mit drin, oder? Ich habe nicht über Christus geredet. Naja, hat sie überhaupt zugehört? Ich hab doch gesagt, dass dem Live. Habe ich das gesagt oder nicht? Sophia, das macht keinen Sinn. Wartet mal ganz kurz. Ich hab da. Wartet mal ganz kurz, bitte. Lass mal nicht hin und her sprechen. Ich hab da. Sorry, Bruder. Ist alles okay. Ich hab da über Dings geredet, über Kitab al-Haq geredet. Ja, das ist gut. Ich hab sowieso mit diesen Söhnen von Aisha nichts mehr zu tun, ja. Seit dieser eine Aktion mit Sofian, ja, seid ihr für mich alle gestorben, ja. Welche Aktion von Sofian? Weißt du doch. Nee, ich weiß nicht, Bro. Ich habe 1000 Debatten auf TikTok. Was meinst du, Bro? Alles gut. Guck mal, ganz kurz. Ja. Lass mal kurz. Wir machen das so. Ich habe jetzt hier einen Hadith aufgeschlagen, widerlegt. Ja? Und da steht, es gibt 5 Schlüssel zum Unsichtbaren, die nur Gott kennt. Ja. Niemand außer Gott weiß, was die Gebärmutter schließen wird. Und niemand außer Gott weiß, was morgen ist. Niemand außer Gott weiß, wenn der Regen kommen wird, keine Seele weiß, in welchem Land sterben wird. Und niemand außer Gott weiß, wann die Stunde kommen wird. Hier ist, da steht, wer der Erzähler ist. Das ist ein Sahih. Das ist ein authentischer Hadith. Ja? Ja. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Niemand außer Gott weiß, was die Gebärmutter schließt. Mit der Gebärmutter, ja. Ja, Gebärmutter. Das ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ich erkläre dir das noch. Ich war zwar 1000 Mal schon auf, aber ich erkläre dir das noch. Danach werde ich mich ins Fitnessstudio verabschieden müssen. Nein, ich habe noch eine Frage zu dem Hadith. Danach kannst du gehen. Ja, gerne. Okay. Dann stell die Frage. Ja, und erstmal, beantworte erstmal auf diese mit Gebärmutter. Ja, stell erstmal die Frage, danach gehe ich Schritt. Ich gehe dann direkt auf beide. Kinder, ne, und man hat heute zutage diese, wie heißt diese Ultraschall-Ding da? Ja? Und die Ärzte können genau das, was sie Allah behauptet, können die Ärzte auch alles sagen. Ja, bei diesem Ultraschall-Ding, beziehungsweise was da im Hadith steht, damit ist gemeint, dass niemand das zu 100% wissen kann. Nicht, dass niemand das schätzen kann. Diese Ultraschallgeräte sind ja alles Schätzen. Schätzung? Die sind Schätzungen. Was die Gebärmutter ist. Ob das ein Junge oder Mädchen wird. Die schätzen das. Die sind Schätzungen. Die sind zwar sehr genau, aber die sind trotzdem nur Schätzungen. Das sind Schätzungen. Bro, sicher. Das ist Schätzungen. Kamera, ein Penis oder irgendwas anderes, oder, Alter. Was für Schätzungen? 3D, wie das Kind aussieht, ja? Was erzählst du? Ja, aber. Das sind trotzdem nur Schätzungen, Bro. Was für eine Schätzung? Die zeigen dir, was es ist. Um was geht es? Ich bin. Nee, nicht genau. Es geht hier um Ultraschallgeräte und so weiter. Ja. Doch, die können dir das genau zeigen im 3D-Format, wie das Kind genau aussieht, ob es ein Junge ist, ein Mädchen ist. Die können dir alles sagen. Die können dir sagen, ob das Kind eine Behinderung hat. Ja, kann das. Ob das Ganze genau am Ende wirklich so wird, das können die aber nicht sagen. Ja. Darum geht es hier. Können sie, wenn ich zum Beispiel eine Abbildung drin ist, dass es eine Fehlbildung hat zum Beispiel, kann man das ganz leicht erkennen. Ja. Und ob das Ganze am Ende wirklich so wird, das weiß man trotzdem nicht. Und darum geht es hier.
Kennst du die Kinder, ja, die zum Beispiel ineinander wachsen können? Zum Beispiel? Ja, ich kenne die. Ja. Oder zum Beispiel Trisomie 21. Das aber ich kann man auch im Ultraschall erkennen. Mit bestimmten Merkmalen. Ja. Okay. Deine Stimme ist weg, Bro. Ja, ist unter. Meine? Nein, von ja, warte mal, ich muss mein Handy woanders hinpacken kurz. Ja, statt danke, Schwester. So. Und okay. Also. Will er noch was sagen oder was ist jetzt? Ich bin fertig. Achso, du bist ja fertig. Achso. Widerlegt. Okay, guck mal. Nein, nichts mit widerlegt. Ich hab das ihm nur so gesagt, dass du mal. Nein. Er hat mich angesprochen. Ich heiße ja widerlegt bei Dressen. Guck mal. Niemand weiß, Gott weiß, wann der Regen kommen wird. Willst du was dazu sagen? Zu dem Regen? Ja. Ja, das kann ich eigentlich auch mal was sagen. Du wirst wahrscheinlich darauf anspielen, dass man mit heutigen Technologien doch sehr schön wissen kann, wann es regnet und so weiter. Ja. Mit diesen Wetterdingern. Ja, eigentlich das genau gleiche wie beim Kind. Das Ganze sind trotzdem nur, sehr genau Schätzungen. Man kann es wissen. Kann man es wissen oder nicht? Zu 100% nicht. Kann man es wissen oder nicht? Was heißt für dich wissen? Wissen heißt ja für mich persönlich, wenn man sagen sag kann? Ja darf oder ich kurz? Nein. Sag ja oder nein. Nicht ja oder nein. Wenn du mit ja Wissen meinst, warte kurz. Nicht genau, gibt's hier nicht. Ja. Nee, darf ich mal kurz ausreden? Weil er sagt, weil er sagt, keiner außer Gott, keiner außer Allah weiß es. Ja, es geht ums Wissen, nicht um Schätzungen. Ja, aber keiner außer ihm weiß es. Aber kann man es wissen oder nicht? Darf ich kurz reden, Mr. X? Man kann es nicht genau wissen. Nee. Ich bin's, Judy. Judy redet mit dir. Ich weiß schon, ja. Nee, Mr. X, das gerade dazwischen geredet, ja. Okay. Und dann, keine Seele weiß, in welchem Land er sterben wird. Stimmt das? Das stimmt, ja. Oder weißt du, wo du gestorben bist? Du weißt nicht, wo du sterben wirst, richtig? Ja, ich weiß nicht, wo ich sterben werde. Okay, wenn ich jetzt mir das Leben will, weiß ich, wo ich sterbe oder nicht? Einer, wenn er sich nee, du weißt nicht, wenn du weißt nicht, ob du in dem Land stirbst, weil du nicht weißt, ob du auch wirklich daran sterben wirst oder nicht. Habibi, wenn jetzt jemand sich ein Ding durch deinen Kopf gibt, weißt du, in welchem Land er stirbt oder nicht? Er plant es doch vorher oder nicht? Nee, weil du nicht weißt, ob du da stirbst oder nicht. Wieso? Du weißt nicht, ob du es überlebst oder nicht. Einer, der Selbstmord begehen möchte, ja, sich das Leben möchte. Ja, und du weißt nicht, ob, also wenn du Selbstmord begehen bist, weißt du nicht, ob es klappt oder nicht. Wie, du weißt nicht, ob es klappt oder nicht. Wenn du dir, darf ich mal kurz. Ein Dings einjagt in seinen Kopf. Weiß er oder nicht? Ich würde gerne mal mit. Ich würde gerne mit Goody allein reden. Nicht, dass irgendwelche Leute nicht noch dazwischen kommen. Okay. Goody auch selber auch. Ja, ganz einfach. Guck mal ganz kurz. Es gibt Menschen. Ne? Wenn sie sich das Leben nehmen wollen, dann planen die das. Okay? Ja, ich weiß. Okay. Und wenn er das plant, dann weiß er doch, zu welcher Uhrzeit, zu welchem Ort und zu welchem Platz er das tut, richtig? Richtig. Okay. Stimmt dann die Aussage hier von Allah? Ja, die Aussage stimmt. Ganz einfach aus dem Grund, weil wenn man zum Beispiel sich versucht, das Leben zu nehmen, indem man sich ein Messer in den Hals steckt, es trotzdem noch die Chance gibt, zu überleben. Es gibt dutzende Fälle, wo Leute, die sogar mit der Pistole ins Kopf geschossen haben und trotzdem überlebt haben. Okay, und die nicht dutzende, überlebt haben, wissen die dann, in welchem Land die gestorben sind oder nicht? Nee, weil die vorher nicht wussten, ob die es überleben oder nicht. Ganz einfach. Habibi. Bruder, die haben sich das Leben genommen, die haben sich das Leben genommen. Okay, guck mal, ein Bekannter von uns hat sich vorgestern aufgehängt. Mein Beileid. Ja, danke, aber er hat sich das Leben jetzt genommen. Wusste er jetzt, in welchem Platz und in welchem Ort er sterben wird? Oder nee, er wusste es nicht, weil ich wusste, ob er überlebt oder nicht. Ey, ganz ehrlich, wie könnt ihr mit solchen Leuten wie dieses kleines Kind hier diskutieren, ja? Ja, Alter, das tut einfach weh. Was ist das weh. Für ein Kopfschmerz? Ich höre. Er das tut so weh. So weh. Ja, das tut ihm richtig weh. Ja, ich weiß nicht, Also wenn jemand sicher ist, sich so umzubringen, ja, dann macht er das auch richtig. Also wenn er sich in den Kopf schießt, dann schießt er sich so in den Kopf, dass er tot ist.
Ja? Ich verstehe deinen Film gerade nicht. Also wenn ich mir jetzt ein Dings in den Kopf einjage, dann weiß ich nicht, ob ich an demselben Land, an derselben Stelle sterbe. Also ich weiß, worauf der hinaus wollte, aber jetzt mal an einfache, simple Situation gedacht, eine Kugel zu verpassen. Bro, der hat selber gecheckt, dass er am Schwitzen ist, Alter. Egal, nicht schlimm. Alles gut. Akil, grüß dich, mein Lieber. Grüß dich, Judith. Es gibt Menschen, die haben ein offenes Herz. Bei denen war ich mir ein bisschen unsicher. Aber wiederum gibt es einfach Menschen oder Andersgläubige, die sind von Anfang an immun gegen deine Argumente. Die hören nicht zu. Da verschwende ich meine Kraft nicht. Aber bei denen hat es sich ein bisschen gelohnt. Na, das Ding ist, ich hatte ihn schon mit Varagar, ne? Da hat es auch nicht so gar nicht so gecheckt. Was ich mit ihm wollte, er hat sich dann immer so ein bisschen rausreden wollen. Schade, sehr schade. Ja, aber warte ganz kurz, guck mal, gerade einer hat was geschrieben, ich küsse dein Herz davor, dafür. Ein Selbstmordattentäter, der sich in die Luft springt, weiß er das nicht? Ja, beste Beispiel, Alter, noch besser. Ja, okay. Okay, möchtest du was sagen, mein Lieber? Ich grüße dich, du bist willkommen. Sehr bitte gerne, bleibt alle im Respekt mit Bruder Aki. Judy, eigentlich wollte ich nur sagen, dass hier ist die Rede nicht von Selbstmord ist, sondern von einem natürlichen Tod. Okay. Selbstmord selber ist bei uns sowieso in Islam eine Sünde. Das dürfen wir gar nicht machen. Wir reden ja, aber hier, über wird, hier steht Tod. Keine Seele, weiß in welchem Land. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Lass ihn erstmal ausreden, bevor du sagst, aber so und so ist das. Judy, und selbst die Christen, wo hier sind, wissen auch, dass auch in der Bibel steht zum Beispiel, dass das Verborgene nur Gott kennt. Und auch die Christen, die jetzt hier tun und sagen, ja, weiß niemand, weiß ja ein Selbstmord, einer, wo Selbstmord macht, wo er stirbt, dann leugnet ihr eure Schrift, weil selbst in eurem Buch steht, dass keiner das Verborgene kennt, außer Gott. Also, außer ja, Gott. Aber, darf ich ein Vers dazu zitieren? Nur ein Vers, geht sehr schnell. Das ist Sprüche 25, Vers 2. Warte. So, es ist Gottes Ehre, eine Sache zu verbergen, aber die Ehre der Könige, damit sind wir Menschen gemeint, ist es eine Sache zu erforschen. Also Gott macht schon extra manche Sachen zu verstecken. Klar, ein Mensch kann nicht alles herausfinden, wann Endzeit ist und so weiter. Aber gewisse Sachen lässt Gott verbergen, damit wir es forschen, um nochmal Gott preisen zu können. Und nein, nicht wirklich. Also da gebe ich dir schon Unrecht. Die Bibel sagt okay. Da komplett was anderes. Aber erzähl okay. weiter. Okay. Eine Frage an dich. Kennt nur Gott das Verborgene oder wir Menschen auch? Komm drauf an, was alles darunter fällt. Wenn du alles Verborgene in einem... Entschuldigung. Dann stellst du dir jetzt gleich mit Gott und mit solchen Menschen rede ich nicht, weil es steht in deiner Schrift, dass das Verborgene nur... Nenn doch mal bitte Gott jetzt ein Vers. Soll ich dir einen Vers bitte? Ich habe gerade... Wartet mal ganz kurz. Guck mal, ich mag das nicht. Guck mal, ihr seid alle willkommen, wirklich, ja? Er zeigt jetzt den Vers, ja, dann möchte ich aber wieder auf mein Thema zurückgehen, bitte, ja? Ja, also... Alles gut, er soll sein Vers zeigen, ihr könnt darüber diskutieren, aber lass mal bitte wieder auf mein Thema zurückkommen. Das ist mir sehr wichtig. Er hat es doch angesprochen, ja. Weil in diesem Hadith steht klar, keine Seele, da steht nicht ein Selbsttäter oder hier einer sich das Leben, keine Seele weiß, in welchem Land sie sterben. Okay, weil das ist klar und deutlich, hier ist nichts von, die ihre Leben nehmen, ausgeschlossen sind oder so. Und das mit der Gebärmutter ist auch eine fragwürdige Frage. Das sowieso. Ja. Aber alle bitte beim Respekt leben, ja? Ich bleib bei den beiden im Respekt, die haben nichts getan. Bei dem anderen sah es ein bisschen anders aus. Bei wem denn? Bei mir? Nicht bei dir. Gott sei Dank hat doch nichts gesagt. Nein, ich hab dich nicht. Meine Dressing. Der vorhin hier oben war.
So. So, ich möchte ganz kurz was sagen. So, ich habe das da unten geschrieben. Akil, ganz kurz, mein Lieber. Sorry. Kolossa, was hast du geschrieben? Kolossa 2-3. Die können so lange aufschlagen. Für alle Zuschauer, ja. Guck mal, ich habe hier eine Seite geblendet, ja. Das ist eine Tafsir-Seite. Bitte hört auf, an diese deutsche Übersetzungskinderbücher zu glauben. Ihr könnt auch das Arabische ins Deutsche übersetzen, eine ungefähre Übersetzung, ja. Das, was hier in dieser Seite von Erklärung steht, findet ihr in euren Büchern nicht. Macht einen Screenshot, recherchiert in dieser Seite, macht euch schlau, ja. Ihr habt alle einen Verstand, Augen. Aber eine Frage habe ich an dich. Eine Frage, sorry, dass ich unterbreche, Bruder. Habibi, tfadal. Und zwar, du sagst jetzt, dass man diese Seite nehmen soll. Wer oder was garantiert mir, dass diese Seite authentisch ist? Geh und forsche selber nach, Bruder. Forsche nach. Okay. Geh auf die Seite und forsche nach, von wem die Seite ist. Ich brauche keine Tafsir-Übersetzung. Ich kann es Alhamdulillah auf Arabisch lesen. Ja, dann geh, du kannst Arabisch, sehr gut. Du hast auch so genau guten Vorteil wie ich, ne? Weil das hier alles auf Arabisch ist. Mach die Seite auf, guck mal, wer redet die ist gerade, von Judy wem? Oder? Judy redet. Manuel ist Judy. Dein Name ist Suri. Öfter hast du auf Haarschuf. Besser kriegt er, Manuel bist Suri. Nein, Bruder, frag mich nicht nach meiner persönlichen Sache. Ich frage nur. Nein, ich antworte gar keine persönliche Frage. Habibi, eine Kamam bist Suri, deswegen. Habibi, Charafna. Öfter hast du auf Haarschuf, ist eine Kazab, olala. Öfter hast du auf Haarschuf. Das ist kein Problem. Okay, guck mal bitte, schau die Seite an, guck mal, von wem die ist, ob die gut ist oder nicht, dann kannst du sagen, was du möchtest. Taib, machen wir. Du musst erstmal ein bisschen zurechtfinden, ne? Das ist kein Problem, guck ich drauf. Guck mal, wenn du die Seite aufmachst, dann siehst du zwei Fernseher und dann drunter ist so ein grüner Balken, so ein dicker Balken. Drück einmal rauf, dann kommst du direkt. Alle können einen Screenshot schießen, sich aufschreiben, was auch immer. Geht auf die Seite, macht euch das schlau, fummelt mal ein bisschen rum, ja, und hört auf, an diese deutsche Kinderbücher zu glauben. So, ihr könnt jetzt weitermachen, Akil. Aber was meinst du mit deutschen Kinderbüchern? Das würde ich gerne machen. Ja, du hast ja gesehen, dieser Typ, der widerlegt und so in seinen Sure 9, Vers 5, Tafsir von Ibn Kathir, stand nur wenig bei ihm drin. Aber wenn du es auf Arabisch gehst, dann kannst du viele Sachen lesen. Also steht viel mehr drin, als was bei ihm ist. Aber Julia, eine Frage an dich, Bruder. Die haben das nicht alles übersetzt. Ja, bitte. Wow. Ja, stimmt, das gibt ja nicht. Ja, okay. Okay, mach einen Screenshot. Nimm diese Seite auch. Das hast du mir gezeigt letztes Mal. Alles okay. Ja. Aber ich hoffe, Julia, du hast es angeschaut. Bei Allah, ich habe das mir angeschaut. Aber eine Frage an dich. Jeder Christ hier zeigt immer Hadithe, okay? Jetzt eine Frage an euch. Ihr wisst, dass wir Koran-Tafsire haben. Das wisst ihr. Ja, also das ist doch eine Tafsir-Seite. Gut, alles gut. Aber wisst ihr auch, dass wir Hadith-Erklärungen haben? Ja, natürlich. Und du als Araber, wie sagt man zu Hadith-Erklärung? Weißt du das, Judy? Tafsir al-Hadith, ja, natürlich gibt's. Ja, nein, nicht Tafsir. Zu den Hadithen sagt man Scharf. Deswegen, wir können ja, nicht... Den Scharf dazu. Leute, den Scharf dazu, ja, die Erklärung dazu, ja. Ist doch. Genau. Jetzt nur kurz bitte, Juli. Wenn ihr ehrlich seid, okay, was Hadithen betrifft, da muss man sehr vorsichtig sein. Das ist eine Wissenschaft für sich. Selbst die ganz großen Gelehrten haben da riesen Respekt. Und dann kommen Christen und tun da Hadithe da in den Raum werfen, die sie überhaupt nicht verstanden haben. Und ich habe bis heute keinen Christ oder auch dich nicht, Judy, gesehen, dass du einen Hadith zeigst und dazu noch die Erklärung, wer das gesagt hat. Keinen. Warte ganz kurz. Wann hast du mich jemals richtig gesehen, dass ich Hadithe zeige, auch jetzt heute und vielleicht ein anderes Hadith stellen? Dazu möchte ich aber dann den Tafsir, wenn geht. Warte ganz kurz, Habibi, Mr. X, guck mal, warte kurz. Okay, du hast mich was gefragt. Jeder, der mich kennt, er weiß es, ne? Alle wissen es. Ich bin eher der Mensch, der sich mehr mit Koran auseinandersetzt und mit Tafsir-Erklärungen, okay? Mhm. Hadithe habe ich bis jetzt, wenn es hoch rankommt, sag mal viermal, fünfmal habe ich vielleicht ein Hadith gezeigt, ja?
wenn es hochkommt. Ja? Aber okay. Guck mal, wenn ich den Hadith jetzt nochmal einblende, ich zeige dir das Arabische, damit du nicht sagst, ich lüge dich an, okay? Ich zeige dir das Arabische, weil ich habe mir das Arabische auch durchgelesen hier. Kannst du auch einen Screenshot schießen. Und wenn du möchtest, ich zeige dir auch die Erklärung, weil das, was da steht, ist schon klar und deutlich. Okay? Es gibt Hadithe, da wo zwei Sätze daran, sind. Warte ganz kurz. Ja, ja, guck mal. Ich glaube ja auch, dass niemand das Verborgene kennt außer Allah. Und auch an die Christen habe ich auch vorhin gesagt, ein Christ, der behauptet, er kennt das Verborgene, wo er stirbt und in welchen Uhrzeiten und so weiter und so fort, er leugnet die Bibel und seinen Gott bei Allah. Weil nur Gott kennt das Verborgene, steht auch in eurer Schrift, habe ich gerade den Vers gezeigt. Wir lesen das, ist doch kein Problem. Aber hier, Akil, guck mal. Hier stehen Sachen, die auch der Mensch wissen kann. Verstehst du? Zum Beispiel, Judy? Zum Beispiel, das mit der Gebärmutter. Heutzutage Ultraschall. Kannst du herausfinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Du kannst das Gewicht messen. Du kannst alles, ob das ein Kind mit Behinderung ist. Du hast 3D-Format, dann weißt du, wie ungefähr das Kind sogar aussieht. Also das Gewicht wird eigentlich ausgerechnet? Ausgerechnet, natürlich. Da wird sogar Entbindungstermin gegeben, die sagen, ja, ungefähr am den Tag oder den Tag. Okay, da können die nicht, aber was hier im Gebärmutter ist, können die durch Ultraschall, diese ganzen Sachen, was sie da haben und so, alles herausfinden. Also das ist kein Problem. Was ist damit gemeint, niemand außer Allah, außer Gott weiß, was die Gebärmutter schließen wird? Was bedeutet das, Judy? Dass nur er weiß, was da in dem Bauch wird. Also was jetzt, was, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Richtig. Ja. Also kann dir ein Mensch sagen, zum Beispiel, wenn jetzt deine Frau im fünften Schwangerschaftswoche ist oder sechsten zu dir kommt und sagt, hey, schau mal, mein Schatz, ich bin schwanger, könnt ihr zum Arzt gehen und der weiß das schon oder müsst ihr warten bis zu einem gewissen Monat? Oder wenn du jetzt beschließt, ab dritten Monat weiß man schon sogar, was es ist. Fünften, sechsten Woche, habe ich gesagt. Ist doch ganz üblich. Ach so. Was meinst du? Ja, es geht über Fruchtwasseruntersuchung, schreibt hier einer. Zu 1000% niemals, mein Freund. Niemals. Das ist das Letzte. Und das Zweite, nur kurz, bitte, da steht ganz klar, was die Gebärmutter schließen wird. Das heißt, da ist die Rede, bevor da etwas ist. Dass die Technologie heute weitergeht und dass man dir sagen kann, da bin ich voll dabei. Und wir Muslime sagen niemals, dass das schlecht ist, dass man diese medizinische Sachen hat. Das ist sehr etwas Positives, eine gute Sache. Aber dass dir ein Mensch mit 1000%iger Gewissheit sagen kann, ob du jetzt, wenn du jetzt ein Kind willst, dass du ein Mädchen oder ein Bub kriegst, Bro, das kennt nur Gott. Ja, aber das wissen auch die Menschen. Warum wird das so erwähnt, dass niemand das weiß? Warum? Weil gab es damals diese Ultraschall? Wie haben die Menschen dann gesagt, so, ob das ein Junge oder ein Mädchen wird? Judy, da steht. Nein, ich frage dich, wie haben die Menschen damals Dings hier geschätzt oder gesagt, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist? Wie rund der Bauch ist, oder ob es ein dicker Bauch ist, oder ob welchen Monat die schwanger geworden ist, oder an welchen Tag. Also erzähl mir, wie das halt. Es gibt doch den Hadith von, wenn die Wasser von Mann über das Wasser von Frau wieder ein Mann und wenn das Gegenteil. Es gibt doch den Hadith im Muslim. Ich gebe dir die Nummer, wenn du willst. Sahih Muslim 314. Der sagt Wasser von Frau. Der weiß nicht, dass Frau eine Ei hat, nicht Wasser, kein Spermien. Mohammed hat ja gesagt, wer zuerst kommt, den sich das Kind überlegt. Ich kann es dir gerne lesen, wenn du willst. Wenn du willst, kannst du dir gerne lesen. وهل يكون الشبه إلى من قبل ذلك إلى إذا على ماء المرأة ماء الرجل أشبه الولد أخواله إذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه. جودي. Bravo, welcher Hadith war das? Ich möchte das selber lesen. Morgen, Judy, später bin ich selber live.
bist herzlich eingeladen bei mir. Und oben wird ich und du haben mal was abgemacht. Hältst du dein Wort oder nicht? Ja, ich komme mal vorbei. Schreib mir, wenn du reich bist. Ich komme vorbei. Oh, okay, gut, danke. Also, Babu, nochmal, das Verborgene kennt nur Gott. Also bitte, vor allem ihr Christen, die an Gott glaubt, hört bitte auf. Bruder, guck mal, hier steht 5 Schlüssel, Akil, bitte. 5 Schlüssel, was nur Allah weiß, okay? Mhm. Ja. Und 2 von den 3 können auch Menschen wissen. können, aber nicht zu 1000%. Nein, wir wissen das, natürlich. Ich habe doch gesagt, vorgestern hat sich ein Verwandter das Leben genommen. Weißt du, wo und wann du sterben wirst? Bruder, wenn ich jetzt will, mein Leben zu beenden, ich weiß jetzt, dass ich jetzt sterben kann. Und welchen Platz, in welchem Ort? Hier sagt Allah was anderes. Ich kann das als Mensch wissen. Ja, aber was ist, wenn du Pech hast und genau in diesem Moment dein Seil rissst, Entschuldigung. Weißt du eigentlich, ob morgen Weg mit oder nicht? Oder weiß das nur Allah? Dann hast du trotzdem nicht gewusst, Entschuldigung. Nochmal? Weißt du, ob es morgen regnen wird oder nicht? Oder weiß das auch nur Allah? Regnen? Genau, ob es morgen regnet oder weiß das nur Gott? Oder kannst du es auch wissen? Das können wir auch wissen. Aber also gibt es gewisse Sachen, wo der Mensch doch Erkenntnis haben kann und nicht alles ist verborgen. Es gibt gewisse Sachen, was verborgen ist, aber nicht alles ist verborgen, richtig? Ja, von den 5 Schlüssel würde ich vielleicht 1 Schlüssel Allah geben, alle anderen 4 nicht. Ja, sehe ich genauso. Okay, das ist eure Meinung. Ich habe euch gesagt, dass niemand weiß, wann die. Ja, aber du weißt selber, dass morgen nicht regnen wird. Du kannst selber morgen durch deine Wetter-App schauen, ob es regnen wird oder nicht. Also dieser Schlüssel oder diese Aussage mit dem Wetter ist sehr schwach. Weißt du, wie oft dieser Wetterbericht mich angelogen hat? Weißt du, wie oft? Ich habe gedacht, das habe ich nicht gehört. Weißt du, wie oft dieser Wetterbericht nicht richtig war? Jetzt mal ganz ehrlich. Boah, ja. Ich habe keine Aussage, ich habe nichts mehr zu sagen, Alter. Warte mal. Wetterbericht, ja, das ist der augenblickliche Zustand, ja. Es kann sich ja immer ändern, das hast du auch gesagt, aber der Wetterbericht ändert sich ja so, wie die Mythologie auch sagt. Das wird auch immer geändert, auch in der wenn es jetzt auch zukünftig ist, wird es auch da geändert. Ja, wenn der Wind irgendwann plötzlich woanders dreht, dann kann man das trotzdem vorhersagen. Juli, was hast du gesagt, weiß nur Gott? Die Stunde. Ja, also die letzte Stunde, meinst du? Ja, das nur das. Okay, wenn das nur das dein Punkt ist, dann ich hoffe, du kommst heute bei uns und dann reden wir, inshallah, weil ich muss wirklich weiterarbeiten. Okay, werde ich auch so respektvoll in dein Life behandelt oder werde ich rausgeschmissen? Juli, wenn du kommst, vor allem du. Du hast mein Wort, wenn einer gegen dich was sagt, bin ich zusammen mit dir raus aus diesem Stream. Okay? Also ist es dein Stream oder von Ali? Ich und Ali sind eins, die Christen verstehen das. Aber das letzte Mal, wenn du dich erinnern kannst, er hat mich beleidigt und rausgeschmissen. Ich habe nur ein Wort gesagt und er hat mich direkt rausgeschmissen. Bro, wir haben das ausgesprochen und ich glaube, das ist erledigt. Und ich gebe dir mein Wort. Was ist euer Thema? Ist euer Thema Bibel oder Islam? Ich gebe dir mein Wort. Wenn du bei uns ins Stream kommst und irgendjemand dir nur wirklich ein falsches Wort sagt, also was Beleidigung ist, Bro, ich gehe zusammen mit dir aus diesem Stream raus. Du hast mein Wort. Ja. Und Akil. Weil bei dir wurde ich letzte Zeit sehr gut behandelt. Du wirst immer gut behandelt, aber Akil, eine Frage an dich. Was ist euer Thema? Ist die Bibel oder Islam dann? Bro, wir können über Allgemeines reden. Kannst du gerne kommen. Wenn ich dir 2 Tafsire zeige, einmal von Ibn Abbas, also wo Ibn Abbas sagt, und einmal wo Aisha selber sagt, dass da Schreibfehler im Koran sind, wirst du das akzeptieren? Ist der Hadith Mutawater? Ist das ein Mutawater-Hadith? Warte, ich zeig dir das arabische Dings hier. Du brauchst mir nicht Arabisches zeigen. Meine Frage ist: Ist der Hadith Mutawater? Oh, wieso ist das? Ich glaube nicht, oder? Wunderbar, haben wir das Thema geklärt. Brauchen wir gar nicht weiterreden. Ich habe gefragt, ob du Mutawater kannst antworten. Kurz, das, was hier im Hadith steht, steht auch im Koran drin, mein Lieber. Und wo soll er stehen? Wo steht das? Ich zeig dir kurz. Eine Sekunde. Meine Frage wird aber immer noch nicht beantwortet. Ist das Mutawater, dieser Hadith?
Warte ganz kurz, ich zeig dir, wo das steht. Wenn er in Sahih al-Bukhari steht, muss er Mutawatir oder Ahad sein. Er muss einer von den beiden, wenn er da hat. Sonst ist es nicht Sahih. Achi, warte also, doch mal, Warum sagst du ihm das? Er soll doch selber. Was ist Tawatur? Erzähl uns, was ist Tawatur. Er soll doch selber drauf kommen. Lass ihn doch mal reden. Ja, aber du weißt es selber nicht. Ja, Tawatur oder Ahad? Ich weiß es nicht. Tawatur, das heißt Mutawatir. Tawatur ist das Tawatur, Lerne erstmal den. Bruder, du sagst gerade Tawatur, Mutawatir, zum letzten Mal. Tawatur bedeutet, manakalahu jam'un ein jam'in, la yumkinu tawatuhum an al-kadib. Also, was über drei Leute erzählt haben, die nicht lügen. Und Hadith Ahad ist drei Leute. Auch die das mindestens okay. drei Leute. Okay, aber ich will jetzt erstmal noch die Sura haben und dann gucke ich mal rein. Und dann reden wir weiter. Okay. Sura 31, Vers 34. Sura was? 31, Vers 34. Warte kurz. Judy, kannst du vielleicht auch so einblenden hier, dass wir das sehen? Wäre das möglich? Das geht nicht auf. Nochmal bitte, denk bitte daran, Judy hat gesagt, dass von diesen fünf Punkten nur einer Allah weiß und das ist die letzte Stunde. Und ich möchte von dir, Judy, dass du das die Christen fragst, ob ihr Gott das wusste. Na klar wusste er es. Wollen wir ins Griechische gehen? Du kannst alle Sprachen durchgehen, mein Freund. Ja. Was steht da? Steht da nicht verkünden? Geh mal bitte ins Griechische rein und dann sehen wir es. Weil in der Sapoginta steht es bei mir auch so drin. Was steht im Griechischen? Im Griechischen steht, dass der Herr nur den jüngsten Tag verkündet. Das ja, hat auch je, ist, der, ist zum Beispiel, nicht Jesus selber der Herr. Einen Moment, zum Beispiel. Kennst du die Hochzeit und der Bräutigam? In der jüdischen Tradition? Guck mal. Nochmal? Ganz kurz bitte, lass mal kurz hier bei diesem Thema bleiben. Danach könnt ihr noch auf das andere gehen. Ja, ich muss da sowieso gleich raus. Achille, einen Moment. Wir können gerne mal zusammen gerne über dieses Thema reden. Bro, wie gesagt, ihr seid wirklich herzlich eingeladen. Oder wenn ich euch live sehe, komme ich auch gerne. Einfach, ich beleidige wirklich, ich will einfach nicht beleidigen. Okay. Wenn jemand meinen Gott oder meinen Propheten beleidigt, mit solchen Menschen rede ich nicht mehr. Einfach, dass du weißt. Ja. Sonst können wir wirklich, du kannst gerne kritisch was gegenüber meiner Religion sein. Das ist richtig und sogar wichtig. Aber dass wir uns dann beleidigen oder unsere, zum Beispiel, dass ich dann Jesus beleide oder du Allah. Ich verspreche dir, ich komme nur, du kannst dich nur mit der Bibel fragen. Alles gut. Ja. Nein, ich muss nicht. Wir können uns unterhalten. Nein, guck mal, ich bin nicht der Mensch, der mit Muslimen debattiert oder so. Ja, das ist nicht meine Kragen. Also wie sagt man das? Das ist nicht so mein Weg, wo ich hingehe. Ich habe dich auch gefolgt. Aus der Bibel, ich beantworte sie dir. Ja. Ich hab jetzt auch hier den Vers. Ich gerne das nächste Mal machen. Okay, weil ich muss wirklich auch raus. Ich muss weiter arbeiten. Ich habe dich gefolgt. Wir können gerne später darüber reden oder ein anderes Mal, wenn du Zeit hast. Ja. Okay, hier ist der Vers, ja, damit ihr nicht sagt, ja, der Hadith ist so und so, ne? Steht auch im Koran. Okay, Judy, ich habe dir von Anfang an gesagt, ich habe überhaupt gar kein Problem mit dem, was du zeigst, weil ich glaube daran. Okay, alles gut, dann okay. Gut. Danke, dass du da warst. Wo ist der andere Bruder, ja? Kennen. Warum fragen die, wenn sie die Antwort nicht kennen? Oder keine Ahnung, Babu, ich schwöre dir, ich weiß es nicht. Der sagt dir, was ist Tawatur und der weiß selber nicht, was Tawatur ist. Bruder, Tawatur, Muatur, Wawatur, interessiert mich nicht. Ich bin in den Fass aus dem Koran. Aber die sind alle Mutawatirin, Bruder, alle Hadithin. Salam alaikum, Kuf. Wa alaikum bil Mutawatir. Sind alle Mutawatir oder Ahad? Mutawatir ist was von einer Gruppe, über drei, zu einer Gruppe erzählt wurde, weiter zu einer Gruppe, die nicht lügen. Ne? Und Ahad ist das, bis drei Personen das erzählt haben, zu drei Personen und so weiter. Also nicht über drei Personen. Das ist der einzige Unterschied. Das verstehe ich auch nicht. Woher wollen Sie denn das genauer wissen, dass Sie das darüber gesprochen haben? Das ist ja auch nochmal so eine Sache, ne?
Weil ich kann ja auch diese zum Beispiel die Sahih al-Buhari und Sahih Muslim, ja, die kamen erst alle 200 nach Mohammed. Woher sollen denn diejenigen wissen, die wohl das da sowas gesagt haben? Zum Beispiel, guck mal, der geht in 5 Städte, verschiedene Städte oder Dörfer, und der hört den gleichen Hadith von verschiedenen Leuten, die es von verschiedenen Leuten gehört haben. Und diese Leute sollen ehrlich sein, der fragt, waren die ehrlich, waren die tief, waren die, verstehst du? Und wenn es viele Leute erzählt haben, in unterschiedlichen Orten, dann hat er mehr Chancen, wahr zu sein. Und kommt drauf dran, auch drauf an, wie viele Leute es gehört haben. Zum Beispiel 5 Leute haben es von 5 Leuten gehört. Und das ist Mutawatir. So, Leute, bitte, 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 Babu, kann ich jetzt die Nummer, immer wenn du was sagst, redet einer was dazwischen. Seite 315, Muskeln, da spricht er auch von Junge oder Frau, und er spricht auch über... 315. Seite 315, weil du weißt, bei Arabisch, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch dann ist. Bei mir steht entweder Seite oder Nummer 315. Hey, Muslim. Ja. Babu! Hey, Ryan. Was geht ab, Cousin? Alles gut, ja. Ich habe eine kurze Frage. Ja, ich kann dir sagen, was der hier sagt. Wissenschaftler, was Islam angeht. Der sagt mehr Orajul Abiyad, wo mehr Ulmar Asfar. Warte gut. Der sagt mehr Orajul Abiyad, wo mehr Ulmar Asfar. So, das Wasser von Mann ist weiß, das Wasser von Frau ist gelb. Ich glaube, die hatten die Frauen Krankheiten damals. Fa'ida ishtama'a, wenn sie sich zusammentun, fa'ala mani yurrajuli mani yalmar'a, die sagt, die Spermien von Frauen. Wenn die Spermien von Mann. Die Spermien von Frau. Bruder, wenn du mit 9 Frauen ins Bett gehst, ohne dich zu waschen, natürlich kriegen sie Krankheiten. Ja. Der sagt, wenn die Spermien von Mann über die Spermien von Frau sind, kommt er ein Mann. Und wenn die Spermien von Frau über die Spermien von Mann, kommt ein Mädchen. Aber die Frau hat keine Spermien. Das ist ein Hadith Sahih, Leute. Ja. Also wenn der Islam so falsch ist, eine Sache, denn 2 Milliarden Menschen? Weil sie mich alle so dazu gebracht haben. Warte ganz kurz, ich gebe Ihnen die Antwort drauf. Eine Frau kann zum Beispiel Spermien lagern. Das geht. Zum Beispiel kann, wenn du jetzt den Geschlechtsverkehr mit der Frau hast, kann es auch sein, dass sie erst in 3-4 Stunden oder noch mehr werden. Die überleben bis 4 Tage. Die überleben bis 4 Tage, die Spermien, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Rayan, auf deine Frage, so viele Muslime und keiner hat sich richtig damit beschäftigt. Man guck merkt mal, es gibt auch. Ja, sieben Milliarden Menschen und fast mehr. Die Hälfte sind Muslime, also 2,8 Milliarden. Das ist Lüge. Allein die Hindus sind 1,6 Milliarden, genauso wie die Muslime. Allein die Hindus allein sind genauso viele Muslime. Ja. Das ist Lüge, was er erzählt. Die zählen mich auch, Bruder, die zählen mich auch als Muslim. Ich und alle Ex-Muslime aber werden dazu gezählt. Ne? Plus die ganzen Pakistaner, Afghaner, die kein Wort verstehen, nur geboren wurden als Muslim. Die zählen wir gar nicht dazu, sonst wären wir 2,5. Aber die Araber, Bruder, die Araber gibt es doch gar nicht so viel. Katar hat 600.000. Es Bruder, gibt auch sehr viele konvertierte Deutsche. Bruder, wie viele Araber gibt es? Aber du erzählst vom Müll. Schmeiß den raus. Katar hat nur 600.000 Einwohner. Emirat hatte 2 Millionen. Katar hat ein Dings. Bahrain hatte 200.000. Saudi-Arabien hat ein paar Millionen. Alle Araber zusammen geht, dann sind nicht mal 300 Millionen, Bruder. Das sind die Pakistaner und die Afghaner warum und die. Warum macht ihr mir? Ja, weil du das nicht redest. Lass doch ihn aussprechen. Überhaupt müssen wir auch eines bedenken. Beim Christentum, wir sind 3 Milliarden Menschen. Ja. Wie viele Länder der Christen gibt es? Das ist ein Fehler. Das ist ein logischer Fehler. Das heißt, Griechenland, Russland, Serbien. Und es gibt nur 20 islamische Länder. Also ich kann noch mehr aufzählen. Wollen wir noch mehr? In jedem Land. Noch mehr. Wir haben Serbien, Mazedonien, wir haben Polen, wir haben Belarus, wir haben Russland. Da gibt es auch so Ungläubige wie der Babo in islamischen Ländern. Jede Sorte. Wo ist Russland ungläubig? Wenn in Russland, wer redet von Russland? In Russland gibt es 85% Orthodoxe. Ja? In Russland, ich sagte, in jeden islamischen Ländern gibt es Juden, auch Christen und auch Ungläubige wie der Babo hier bei uns hier in der Liste. In Marokko 7% Juden, 3% Christen
Und 1%, 2%, sagen wir 2% so Ungläubige, die an nichts glauben und diese Zahlengruppe. Gott, Juden, es gibt nur 2000 Juden in Marokko heute, nur 2000 Juden heute in Marokko und wir sind 40 Millionen. Wie kommt das, wie kommst du auf 7%? Es gibt keine 2000 Juden in Marokko. Doch, allein, nein. 300.000 heute, nur 2000. Ich bin mir ganz sicher, 2000. Das ist mein Land, willst du mir zeigen. 2000 in Marokko, nicht mehr, nicht weniger. Kannst gerne googeln. Heute leben nur 2000 noch in Marokko. Ich hab's gesehen. Obwohl ja Marokko mal eine Hochburg der Juden war, ne? Die waren 300.000 Anfang, 300.000, bevor die nach Israel gegangen sind. Dann sind die ausgewandert. Ich weiß, damals in der Schulzeit, weiß ich noch, dass 7% Marokko-Juden sind. Heute nicht mehr, Bruder, heute nicht mehr. Und es gibt auch viele Ex-Muslime, die ja auch mit Muslime gezählt werden. Und wie gesagt, das ist die Geburtsrate von Afghanistan, Pakistan, Dings, Malaysia, diese Länder, die kein Arabisch verstehen, aber trotzdem als Muslim geboren werden. Das sind die, die am meisten sind. Nicht die Araber. Araber sind ganz wenig. Babo, du bist Marokkaner. Waren deine Eltern auch ungläubig oder nur du? Eltern waren Muslim. Also sind ja immer noch Muslim. Aber warum bist du ungläubig? Ja, die ganzen Fehler, Bruder. Nee, aber was für Fehler, dann machen die. Wir haben dir gerade einen genannt. Frauen haben keine Spermien, Bruder. Frauen haben keine Spermien. Ja, aber also, ja. Warum weiß aber Allah nicht, dass Frauen keine Spermien haben? Warum weiß Allah nicht, dass Frauen Ei haben, kein Spermien? Warum sagt er Spermien von Frauen? Ja, aber dann machen alle 2 Milliarden Menschen den Fehler und du bist nicht. Nein, richtig, die verstehen das nicht. Ich sage dir, die verstehen die Sprache nicht. Die Sprache verstehen und suchen und lernen. Die 2 Milliarden, die haben keinen Dolmetscher. Ja, das ist von Bangladesch, spricht Bangladesch Arabisch, spricht Pakistan Arabisch. Oder weil die Imame lügen. Wenn jemand spricht Malaysia Arabisch. Oder wenn sie jemanden in den. Also, wach auf. Wenn sie jemanden in den Islam holen, dann erzählen sie auch nicht von Sure 65, Vers 4 oder von einem Schienbein oder dass Allah es enthüllt. Sie erzählen ihnen 3, 4 gute Sachen, lies nicht den Koran, kommentier einfach und fertig. Das ist mit den Hauptsache das, was die Imam sagt und der Gesang im Koran, was immer durch. Das habe ich ja bei Hamdi live gesehen, wo sie eine Deutsche versucht haben zum Kommentieren zu bringen und gesagt haben, kommentier jetzt und lies erst dann den Koran. Ja, Hauptsache, ja, Wallah, wir haben geschafft, eine Muslime zu machen. Und sie, und die naiven, einsamen Versagermenschen gehen drauf ein, verstehst du? Weil dann fühlen sie sich wohl in der Gemeinschaft von denen, unter denen aufgenommen zu werden, so weißt du? Die einsamen, naiven Versagermenschen. Ich möchte kurz Rehan zu diesen Vers hier kurz fragen. Oder Leute mit Depressionen, das ist Zerstörungen. Ja. Wo ist der andere Bruder, der Syrer, der vorhin? Der bin doch Temir oder wie der heißt? Dings, gut, ich habe ein Video gepostet gerade, weil gestern so ein Moslem, dieser Abu Di Siciliano, sagte, der wollte nicht glauben an Al-Waladu Li-Firash, dass wenn der Mann zum Beispiel verreist, 10 Jahre, 5 Jahre und seine Frau schwanger ist, sagt mir, nein, guck mal, Chef, ihr was sagt, guck mal, die schickt mir irgendwelche. Ja, falsche Dings. Und ich habe jetzt ein Video gepostet von Sha'rawi. Und ich habe jetzt ein Video von ihm gepostet, wo der sagt, alle Gelehrten, Shafi'i, Hanbali und Tabari, alle vier sagen ja. Ich kenne das auch, aber das ist so ein bisschen so eklige Thema, ja. Ich gehe nicht auf sowas ein. Also ich sag dir ehrlich, das ist so ein bisschen zu hässlich. Das ist einfach zu hässlich. Und da sind alle Gelehrten drauf einig, ne? Die stimmen alle dazu. Rayan. Oh Gott. Du bist aus der App raus, Rayan. Saha, Habibi. Babu. Ja, guck mal, denkst du. Was hast du gesagt? Was heißt Saha? Saha, so Gesundheit. Ich danke dir. Hey. Ein Bruder war doch gerade oben, er meinte ja, was er gefragt hat, ob diese Hadith so. Egal, Rayan. Ja? Guck mal, du hast gesagt, warum so viele Menschen den Islam annehmen und so. Guck mal, ich habe hier Sure 16, Vers 8. Wer redet? Judy. Ach, Judy, du weißt doch, ich kann dich nicht ernst nehmen, Judy. Du bist ein Schiff. Ja, warte, du gut. Magst die. Du magst uns Allah. Nicht. Ich schwör auf Allah. Du magst und.
Judy, lass doch diese Kindergarten, bitte. Sei, guck mal, du bist ein kleines Kind. Nein. Wenn ich schwöre auf alles, ist, was mir heilig ist. Du hast vor einer Woche gesagt, dass du aus Iran bist und Schiite bist. Wallah, ich schwöre auf alles, Allah, was heiles ist. Du bist Wallah, ein du Lügner, bist du. Du bist ein Hassprediger, bist du. Und du bist ein Schiite. Und die Schiiten, die mögen den Propheten nicht, die mögen den Abu Bakr nicht, die mögen die Frauen nicht von denen. Für die sind es alles Heuchler, die folgen nur Ali. Für die ist Ali gottmäßig. Warte ganz kurz, bitte. Nein, ich antworte. Rehan. Wer redet jetzt? Ich kacke auf alle 12 Imame, auf deren Gelegenheit, okay? Jetzt hast du auch die Schiiten angenommen, ich pisse auch auf Abu Bakr sein Grab. Traust du dich nicht, du kannst nur Internet Rambo spielen, mehr nicht, aber Tatsache, ich pisse auch in dein Ohr, du wirst aufgehängt. Hier im Internet machst du Rambo, aber vor Ort, wenn du das machst, wirst du aufgehängt, mein Freund. Und dafür hast du die Eier nicht, um sowas zu machen. Aber im Internet könnt ihr alle bellen. Lass dich mal reden. Au, au, au. Bellen könnt ihr im Internet. Das ist der Islam. Bruder, lass ihn doch mal reden. Was hat der Islam Herzlichen mit mir jetzt zu tun? Du hast gerade zugegeben vor diesen ganzen... Was hat der Islam mit mir zu tun? Was? Ich rede doch mit euch, nicht der Islam. Was hat der Islam mit mir jetzt zu tun? Warum willst du das mit mir machen? Sag mal. Wer redet denn jetzt? Judy redet immer noch wie ein Dorn dein Auge. Judy, ich mach mit dir gar nichts. Ich mach mit dir gar nichts, Judy. Du sagst, du pisst auf den Grab von denen, dann geh an den Friedhof, wo er beerdigt worden ist, und mach es bitte. Mach ein Video und ich schwöre dir. Nicht mal dein Allah weiß, wo die begraben wurden. Ich schwöre dir, alles, was heilig ist, wenn du das machst, werde ich dir 50.000 Euro geben. Cash. Denn 50.000 Euro kannst du für dich mal geben. Also, keine Coronas, nur bellen im Internet, du bellen. 1000 Euro zum Hedge gebe Saudi-Arabien. Mach das, geh an einen Grab. Wie nochmal? Geh an einen Grab und mach, was du gesagt hast. Sag, was mache ich nochmal? Bin ich nochmal? Bitte, ey, Bruder, ich schmeiß dich raus, wenn du so weitermachst. Lass ihn doch reden, bitte. Was nochmal? Sag mal nochmal. Bell mal nochmal wie ein Hund. Guck mal, das ist das Problem, weißt du? Du bist mit Hunden aufgewachsen. Ihr kennt euch nicht so mit dem Islam aus. Deshalb seid ihr nicht wie wir. Verstehst du, was ich meine? Und das ist das Problem. Ihr denkt immer, so und so. Leute, stummt euch alle. Schütt mich mal bitte. Rayan, bell mal nochmal wie ein Hund, du Hund. Alter, da ist. Kelp. Warum beleidigst du? Hab ich dich beleidigt oder was? Hast du gerade wie ein Hund gebellt? Das hast du sehr gut gemacht. Warum beleidigst du? Hab ich dich beleidigt? Hast du gerade nicht wie ein Hund gebellt? Bell mal nochmal bitte. Habe ich dich beleidigt? Habe ich zu dir gesagt, Hund? Guck mal, 72 Zuschauer, alle wollen es nochmal von dir hören, weil das so gut gebellt hast. Habe ich dich beleidigt? Bell mal nochmal, ihr Kelb. Du dreckiger Nuttenkind, du. Was? Du Hund, du alle. Huch, du Salim. Bell mal nochmal. Gott segne dich, Alter. Sadaqallahu al-Azim. Wahnsinn. Wie geht's euch, Geschwister? Habibi. Sorry, ja. Gott segne euch. Erstmal kurz segnet euch die jetzt. Oder war der auf Alkohol oder was? Was stimmt mit diesem Pico nicht? Der arme Seele, der tut mir wirklich leid. Möge der Herr ihm Erkenntnis schenken. Siehst du wie ein Chihuahua da? Aber sag mir ehrlich, er könnte sehr gut bellen, wa? Ich hasse das, wenn er so redet. Ja, aber er könnte sehr gut bellen, wa? Ihr müsst immer bei sowas, seid immer ruhig, lasst ihn reden. Ja, ich hab's aufgenommen, wie er gebellt hat. Hamam, Bruder, soll er reden, aber was beleidigt der? Ey, ist egal, Bruder. Meine Mutter ist die beste Frau der Welt. Deine Mutter auf seinem Kopf. Nein, sein Kopf ist dreckig. Meine Mutter auf meinen eigenen Kopf, Bruder. Er ist dreckiger.
Es ist nicht schlimm. Zum Glück können die ja nicht spucken hier. Ne? Zum Glück. Ja. Wir kommen klar mit Beleidigungen. Hauptsache. Warte, nein, nein, ich kann. Auf seine Mutter. Ja, was stell dir mal vor, man könnte die Dusche TikTok spucken. Also die Spucken. Da wäre ich schon längst ertrunken. Ich wäre schon längst ertrunken, so oft hätten wir auch. Guck mal, gestern hat es ihm wehgetan bei einem Live mit Aram und ich bin da hochgegangen. Er ist geflüchtet. 3-4 andere, dann kamen Koraniten, Haram, die haben mir voll leid getan, ja. Das hat ihm nicht gut getan, glaub mir. So. Wir haben kein Dings über Islam. Und die haben aber selbst keine Ahnung und stellen Fragen, die selbst, die kennen selbst nicht die Antworten, stellt trotzdem zum Beispiel vorher, der fragt eine Frage, aber der kennt das, ich habe gesagt, ja, sag uns, was ist Tawatur, und der weiß es nicht, woher soll er wissen, ob wir ihm dann die Wahrheit sagen oder nicht, woher soll er wissen, ob die Antwort richtig ist oder nicht, wenn er ja selbst die Antwort nicht kennt. Verstehe ich nicht. Oder ist direkt rausgegangen. Wir haben doch gerade zusammen gelesen, dass sein Gott sagt, Frauen haben Spermien, das reicht doch schon. Babu. Das ist ihr Vorbild. Nein, wir werden nicht nur auf Spermien erschaffen. Das ist falsch. Dieser ganze Vers von der Embryologie ist ja falsch, ne? Erstmal alles. Knochen nicht vor. Ja, Sure 86, Vers 6, 7. Also Spermien, ja, also in den Spermien ist ja die DNA drin und diese DNA ist ja sozusagen der Grund, warum ein Mensch so wird, weil wir DNA sozusagen weitervererben. Nein. Allah hat keine Ahnung, was der sagt. Der hat Maultier erschaffen. Der weiß nicht, was Maultier sind. Der versteht das nicht. Es gibt wo hat hier sein Allah Maultier erschaffen? Hä, das kenne ich gar nicht. Welche Sure ist das? Sure 16, Vers 8. Und erschaffen hat er die Pferde. Aber die sind doch die Kreuzung erstanden. Ja, aber Allah steht hier. Und erschaffen hat er die Pferde. Die Maultiere und die Esel, damit ihr auf ihnen reitet. Was haben die dann davor damit gemacht? Sind die Esel und die Maultiere auf den geritten? Allah. War das andersrum? Vor dem Allah. Vers? Vor dem Vers, hä? Allah. Anscheinend. Oh, so geil. Babu. Jetzt heute noch Schmuck? Ja, Bruder. Ich hab deine, was wollte ich noch mal sagen, ja? Ich war gestern Dings, Bruder, ich hab mir so einen Livestream angeschaut. Du kennst doch Amir, oder? Ex-Muslim Amir. Ja. Boah, da war so eine Frau, die hat gesagt, die ist Muslima, aber die lehnt alle Hadithe und alle Tafsire komplett ab, nur Koran. Der Koran nicht, ja, das ist die letzte Stufe vor der Islam verlassen, das ist die letzte Stufe. Urban. Ja. Guck mal, oben das Bild ist vor dem Vers. Und unten ist nach dem Vers. Und er hat es erschaffen, ja. Ich glaube, sie haben was anderes gemacht. Allah. Das wollen wir Allah. Nicht. Allah. Ja, die haben Bunga vermehren. Warum denkt ihr, dass Maultiere auch eine Schöpfung ist? Ich meine, die müssen es ja wissen, wenigstens, dass die sich vermehren können, dass sie keine eigene Rasse sind. Der Wahnsinn. Die haben uns als Kinder erzählt, weil ich habe gefragt, warum können sich Maultiere nicht vermehren? Sagte mir, das wurde uns erzählt, ja, Fatim Zahra, die Tochter vom Prophet, war auf einem Maultier und sie hatte ihre Tage und diese Maultier hat angefangen zu schreien und hat sie blamiert vor allem und dann hat sie ihn verflucht und dann seit dem Tag können sie keine Kinder mehr bekommen. Also, Bruder, was hat der Islam mit der Periode? Keiner weiß. Nur der zweite Vers, Frau Periode, bei Periode, bei Urban. Periode. Mal, lass die Frau in Ruhe. Urban. Das ist ekelhaft, ja, Bruder. Ich habe von einem Kollegen so ein Video bekommen, da ist so ein Typ, den kennst du so 1000%. Ich habe dir das weitergeschickt, Bruder. Ich werde dir jetzt gar nichts mehr spoilern. Guck dir selber das Video an. Lach. Okay. Du wirst den Typen wiedererkennen. Ja, gern. Der war bei dir einmal. Ich bin der Esel, weil früher war doch der Esel ein Transportmittel mit AMG heutzutage. Ja, aber Leute, was haben die mit der Periode? Es gibt 700 Verse, wo es um die weibliche Periode geht. Das ist komische Leute. Junge, 700, hast du jetzt so viel gelesen, Bruder? Meine, das kannst du einfach eingeben, dann kriegst du das alles heraus.
Ja, du gibst zum Beispiel ein spezifisches Wort ein auf sunna.com und dann werden dir die Anzahl der Hadithe gezeigt, bei dem es halt eben um diese Spermien geht. Als Beispiel jetzt. Okay. Was? Ich habe aber auch eine andere Seite. Da kann man das auch so ähnlich machen. Ja, ich habe mir einfach die Bücher heruntergeladen im PDF. Ja. Leute, ich gehe runter, ne? Ich mache später einen eigenen Live zu gehen. Aber guck dir das Video an, Urban. Was ich mache sofort. Ja, du hast mich schon neugierig gemacht. Ich guck mir das sofort. Danke, Leute. Ne? Bis dann. Ciao. Gottes Segen. Hallo rein, Bruder. Ja, ich möchte, dass dieser Rehan wieder hochkommt. Er hat so gut gebellt, Alter. Er hat so schön gebellt gerade. Bruder, wenn der kommt, ich schwöre, der will von A bis Z beleidigt werden. Bin ich dir ehrlich? Reicht langsam. Das ist ein Kind. Aber das ist nur peinlich einfach. Definitiv. Das ist wirklich ein Kind. Macht eure Gedanken und Dinge nicht schmutzig wegen so einem kleinen Chihuahua, der wirklich wie ein Chihuahua gebellt. Deswegen musste ich kurz. Diese Rehan, Tito, Edipsis, wie der heißt, diese Tribisis. Sheriffsis. Ja, das sind die und das sind diese Schlumpfbande. Schlumpfbande. Wer ist das Papa Schlumpf? Das würde mich mal gerne interessieren. Tito und so alle seine Gang hier. Nein, ich meine das Oberhaupt von dieser Gang. Keine Ahnung. Aber der ist immer mit so welchen Bosniern immer unterwegs, oder? Ja, das sind so Schlumpfbande. Ach, ich habe nur Tito kennengelernt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja. Tito ist auch ein Fall für sich. Bruder David. Ja, Bruder. Lange nicht mehr von dir gehört, ja? Ja, Bruder, viel Arbeit. Und mit dem Herrn. Preis dem Herrn. Sehr, sehr schön. Wie geht's dir? Sehr. Alles gut, Gott sei Dank. Mir geht's gut, Bruder. Halleluja. Ich werde weiter für dich beten. Möge der Herr dich da an die Hand führen. Johannes 15, ich glaube ab 22 oder ab 20 steht, nicht ihr habt mich ausgewählt, sondern ich habe euch erwähnt. Und dieser Vers trifft auf mich. Und möge der Herr dich da an die Hand nehmen, weil er hat tausende Möglichkeiten, einem an die Hand zu nehmen und dieses Licht zu zeigen. Ich weiß das, weil ich bin ja selbst aus dem Islam ausgetreten, schon länger. Es gibt nur ein Licht und es gibt nur eine Dunkelheit. Und entweder sind wir im Licht oder in der Dunkelheit. Wir haben ein Leben und eine Möglichkeit, das Beste zu tun. Bruder David, eine Frage, ja? Wie ist das bei euch Christen jetzt, wenn eine Frau ihren Mann fremd geht und sie wird dabei erwischt? Wie geht man da vor? Ja, sie hat zwei Möglichkeiten, Bruder. Wenn sie ihn wirklich liebt und sie den Herrn auch liebt, sie kann ihm vergeben. Wenn sie aber das nicht will, sie hat die Möglichkeit, ihn zu verlassen, weil Gott in der Bibel auch sagt, wie sagt man, Unzucht und Betrug, also ist eine heftige Sünde, das ist gar nicht gut. Aber eben, sie hat die Wahl da. Der Herr gibt da ihr die Wahl, weißt du? Okay. Also wenn sie zum Beispiel jetzt also wenn die Frau dann bereut, ne, also kann sie dann mit dem Mann weiter verheiratet bleiben, oder wie? Ja, also wie bei mir zum Beispiel, oder? Die Mutter meines Kindes hat ja das Ähnliche gemacht wie bei mir. Und ich kenne das sehr, sehr gut. Also ich habe die Gnade des Herrn gespürt. Und weißt du, wenn Gott dir gnädig ist, warum sollten wir jemandem nicht gnädig sein, weißt du? Wer sind wir, um nicht jemandem zu vergeben und sagen, ich vergebe dir, so wie Gott mir vergeben hat? Weil wenn man überlegt, was im Epheser 6 steht, ab 10, dann erkennt man dort, dass wir eigentlich einen Kampf haben gegen Geister. Und diese Geister sind Dämonen. Dämonen sind im Körper drin, wenn der Herr nicht in einem drinnen ist, weißt du? Aber das kann man erst erkennen, wenn man mit dem Herrn läuft, wenn man auch die Erkenntnis vom Herrn bekommt. Dann wirst du vieles, wirklich vieles wirst du sehen. Das ist wie in einem Labyrinth mit Scheiben. Du wirst es erst erkennen, wenn der Herr dir wirklich diese Augen öffnet. Lernen. Und ja, du hast da die Wahl eigentlich selbst zu entscheiden. Möchtest du mit dem Herrn? Ich glaube, er kriegt Anrufe.
Weil Gott ist Liebe und Liebe vergibt. Liebe ist nicht nachtragend. Liebe ist nicht böse. Liebe ist nicht prahlerisch, sondern Liebe ist gut, weißt du? Und wir haben da die Möglichkeit, entweder zu vergeben oder eben nicht. Es liegt an uns. Wenn uns Gott vergeben hat, warum sollten wir nicht vergeben? Wer sind wir, um nicht zu vergeben? Da zeigt sich doch die Liebe des Herrn. Das ist meine persönliche und Gottes Meinung, weil Gott gut ist zu uns, weißt du? Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Ja, danke, Bruder. Alles gut. Alles gut. Du hast es sehr gut gesagt. Wieso hast du diese Situation oder kennst du jemanden oder wie? Nein, nein. Allah hat diese Situation mit dir, mit Muslimen, deswegen frage ich. Ach so. Ich versuche einfach nur so. Allahu alam. Allahu alam. Allah weiß. Wir dürfen nichts wissen, nur er weiß. Weil wir ja sagen, nur er, Bruder, wir nur zeigen, möchte keiner. Sobald ich diesen Bruder, sobald ich. Nein. Sorry. Sag, Bruder, alles gut. Man kann ja verzeihen, aber nicht immer und jede Sache, weil ich meine, manchmal, wenn du jemanden verzeihst, gibst du ihm ja die Chance, das zu erreichen, was er vielleicht am Anfang nicht gemacht hat. Ne? Wenn er versucht, dich zu töten, dann zweiten Mal schafft er das vielleicht, wenn du ihm nochmal die Chance gibst und ihm verzeihst, oder nicht? Das habe ich nicht verstanden, nochmal. Der hat versucht, dich zu töten oder zu schaden, ja, und du verzeihst nicht. Der hat ja dann eine Chance, es wiederzuholen, oder? Zu wiederholen, oder nicht? Der kann es ja wieder machen, wenn du ihn verzeihst und ihn wieder in dein Leben reinlässt. Dann kann er ja wieder das machen. Das wäre eine zweite Chance für ihn, das zu schaffen, was er nicht geschaffen hat, Anfang, oder nicht? Ja, also wenn jemand dich töten will, dann lass ihn das tun in diesem Sinne. Das sage ich persönlich. Du kannst dich wehren, du darfst dich wehren, ist auch richtig, aber weißt du, ich habe mittlerweile gar keine Angst vom Sterben, weil Gott ist gut und Gott hat gute Gedanken. Und wenn ich überlege, was wir auf dieser Welt erleben, da bin ich froh, gehe ich zum Herrn. Weil, wie es in Philippa steht, oder? Sterben ist mein Gewinn. Weil wenn ich sterbe, ich gehe zum Herrn Jesus Christus. Also ich halte nicht fest an diesem Leben und sage, oh, ich möchte nicht sterben. Das war vorher, bevor ich wirklich mit dem Herrn eins geworden bin. Da war es so. Jetzt, Bruder, ich sage ganz klar und bezeuge laut und deutlich, Jesus Christus ist mein Herr und mein Erlöser. Und egal, wer dich tötet, so weißt du ganz genau, dass du aus Liebe gestorben bist. Du hast niemandem etwas getan, sondern du hast nur das Wort Gottes gegeben. Die Liebe des Herrn, denn, wie gesagt. Kacke, Kackriskus. Was auch immer ist für eine Scheiße. Ja, möge der Herr dich segnen und dir Liebe schenken und dir vergeben. Denn du brauchst den Herrn. Ohne den Herrn wirst du umkommen. Du wirst ins Feuer, ewige Feuer kommen. Kehre um, rette dich. Erkenne, dass du ohne den Herrn nicht weiterkommst. Du bist noch ein Kind. Du brauchst Erlösung. Du brauchst Befreiung. Siehst du, Bruder, auch dieser Rayan, ne, auch dieses Mädchen jetzt, das ist wieder so ein Beispiel, um dir zu zeigen. Das kannst du aber nur erkennen, wenn du wirklich Christ bist. Egal, wer hier reinkommt und mich beleidigt, auch egal. Früher bin ich steil gegangen, wenn es zu meiner Mutter ging, weil ich wurde verlassen von meinem Vater, also er hat mich weggenommen von meiner Mutter und spezielle Geschichte. Auf jeden Fall, du sollst für sie beten, du sollst denen vergeben, du sollst in der Liebe sein, egal wer dich anflucht, wer dich beleidigt, denn da zeigt sich doch, wer in dir ist. Und in mir ist Jesus Christus. Warum sollte ich wütend werden, wenn jemand mich beleidigt? Warum? Es gibt keinen Grund. Denn der Herr, der in mir ist, ist stärker als der in der Welt. Also da zeigt sich auch wieder das, was ich vorhin gesagt habe mit Epheser 6. Wir haben keinen Kampf Fleisch gegen Fleisch, sondern wir haben einen Kampf gegen diesen bösen und dunklen Mächte und Geister auf dieser Erde. Und du siehst, diese Menschen, die nur beleidigen und halt so eine Wortwahl haben, welcher Geist steckt in ihnen? Da kann man sehr, sehr schnell erkennen und wirklich, da merkt man sofort. Ich gehe runter, ja. Ich danke euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ja, mein Bruder, Baba.
Danke auch. Gottes Segen, Bruder Babu. Ich gehe auch runter, Alter, haut rein. Schönen Abend. Hadi Jodi, Bruder, auch rein. Mach's gut, Bruder. Gottes Segen. Jetzt gehen alle, wo ich hier bin, ne? Siehst du? Ja, David, aber du kannst ruhig mit so viel sagen, wie du möchtest, Bruder. Bruder, ich möchte nicht alle verscheuchen, weil ich bin nebst dem noch hier am Herumfahren und so und einem Kollegen hier am Helfen. Deswegen bin ich nur kurz gekommen, um das... Dieser kleine Junge möchte noch mal hochkommen. Soll ich ihn lassen kurz? Bruder, für mich kannst du machen, gar kein Problem. Ich habe da kein Problem damit. Ja. Na klar. Einfach nicht, dass sie dich sperren, weil unter 18, ne? Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Hallo. Na dann nicht. Ich glaube, der hat sich selbst gestummt oder so. Alles gut, lass ihn. Oder David, wenn du was sagen möchtest, sag ruhig bitte. Ja, weil ich will dann auch gleich den Stream beenden. Ich wollte nur sagen, liebe Geschwister hier alle und liebe Muslime, wir lieben euch alle und Jesus liebt euch wirklich und ich möchte euch einfach sagen, öffnet euer Herz, denn nur ihr könnt über euer Leben entscheiden und niemand anderes kann für euch entscheiden. Kehrt um. Nehmt euch wirklich diese Zeit jetzt, es ist noch Gnadenzeit. Gnadenzeit heißt wirklich, Gott ist noch gnädig mit uns, auch mit mir, weil auch ich bin ein Sünder und auch ich mache täglich Fehler. Aber Gott hat sich für uns gegeben, für unsere Sünden und ist nach 3 Tagen wieder auferstanden. So kehrt um, vereinigt euch mit Gott, versöhnt euch mit Gott, verbindet euch mit Gott, dass ihr wirklich ewiges Leben kriegt, denn nur er allein kann euch retten, niemand anderes. Niemand anderes kann euch retten, nur Gott allein. Und das ist nur so geschehen in Jesus Namen. Durch seinen Namen sind wir befreit. Kehrt um. Kehrt um, liebe Geschwister. Es ist bald vorbei. Es ist wirklich, ich sag so, es ist 12:02 und 12 Uhr geht der Zug. Ihr habt noch 2 Minuten, geistliche 2 Minuten. Vielleicht in Tage sind es 30 Monate, keine Ahnung. Gott weiß wie, aber ihr habt geistlich 2 Minuten, kehrt um. Kehrt um. Kehrt um, jetzt wo ihr noch Zeit habt. Guckt alles, was hier auf dieser Welt passiert. Schaut, wie ist das Leben von Mohammed gewesen? Wie ist das Leben von Jesus gewesen? Was hat er getan? Wenn Mohammed wirklich der beste Mensch ist, dann muss Jesus Gott sein, denn nur Gott ist ohne Sünde. Nur Gott ist ohne Sünde. Kehrt um. Kehrt um und liest. Liest so viel ihr könnt und versöhnt euch mit Gott. Ich wünsche euch Gottes Segen und auch dir, lieber Bruder Judy, sehr erfreut. Danke, Bruder. Gottes Segen, danke für die schönen Worte, Bruder. Auf jeden Fall, mein Lieber. Alle Ehre dem Herrn, nicht mir. Dankeschön. Danke an alle Zuschauer auch, die mich unterstützt haben. Danke, dass ihr alle da wart. Gottes Segen euch allen. Bis das nächste Mal.